Hallo, junge Frau. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen. Wir sind es, der Yoshi und der Chat. Und es heißt mal wieder, wir haben 2 Uhr morgens, da kann mal wieder in den Supermarkt reingelunzt werden. Ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, YouTube. Und freut mich auf jeden Fall sehr. Hansi, darüber reden wir jetzt nicht. Ich muss hier gleich mal ganz kurz die Aufnahme pausieren und mal ganz kurz mit dir reden, denn so geht das hier nicht. Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass ihr alle da seid. ich wollte mich nochmal wirklich von Herzen auch bei euch allen bedanken, hier auf YouTube. Dankeschön, Lisa, für die Member-Erweiterung. Wirklich ein Knutsch an dich. Dankeschön, ich hoffe, dass es dir gut geht. Und Kai, Frosty und generell alle Subscriber auf YouTube. Hör mal, wir nähern uns immer weiter den 1700 Subs auf YouTube und da bin ich euch sehr dankbar für. Dankeschön an alle Leute, die immer reingeschneit kommen und ich hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß hier auf dem YouTube-Kanal. Freut mich sehr. Macht euch gemütlich. So, Sansi, so, was war das da gerade? Hast du da gerade wieder extra 5 Subs gegiftet, obwohl ich gesagt habe, ich will doch eigentlich einfach nur den Countdown runterlaufen lassen, weil ich das letzte Mal 30 Minuten noch über hatte? Ist das jetzt dein Ernst? Also das ist frech. Das ist wirklich frech. Ich danke dir von ganzem Herzen für den Support. Trotzdem danke ich dir von Herzen für den Support. Mia, einen wunderschönen guten Abend. Bodenlos. Ich verstehe das Problem nicht. Nee, ich ich verstehe das Problem nicht. Okay, Chat, also, wo haben wir denn hier aufgehört? Hatten wir irgendwie einen Plan oder so, wie es weitergeht? Ich bin raus. Wir haben ja jetzt einen kompletten Tag hier unseren Supermarkt geschlossen gehabt. Heute haben wir einen Late-Night-Supermarkt-Stream. Chat, wisst ihr, was ich gelesen habe? Oh mein Gott, jetzt kommt's. Guckt euch das mal an. Fällt euch was auf? Chat, fällt euch was auf? Zufällig? Irgendjemand da draußen, dem was auffällt? Ich bin am Handy, ich lese da gar nichts. Nein, du musst gar nichts lesen. Fällt dir nichts auf? Für die Leute, die das letzte Mal dabei waren? Chat, die haben den Tee genervt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber der Tee war gefühlt bei uns, weil das so viele waren, war der Tee hier unten noch. Die haben den Tee genervt. Und der guckt irgendwie da oben durch. Das ist auch interessant. Ich glaube, mit dem Update haben die Tee rausgenommen. Also du kriegst jetzt weniger Tee mit einem Einkauf praktisch. Ich weiß nicht, ob sie auch den Preis angepasst haben. Warte, lass mal ganz kurz gucken. Haben sie den Preis auch angepasst? Schwarzer Tee kostet... Ja. Ich habe den Tee komplett angepasst. Der Tee kostet jetzt 63,80. Vorher hat er 108 oder so oder 120 hat der Schwarze gekostet. Okay, also das finde ich aber gut. Also die haben den Tee billiger gemacht und halt weniger. Also gibt jetzt weniger halt. Interessant. Ja, das verändert natürlich alles. Also das verändert alles. Okay, also ich wollte noch, genau, wir brauchten noch Eier, die brauchten wir noch, sonst hatten wir aber eigentlich alles nachgefüllt, ne? Der Salz sieht super aus, eigentlich sieht alles tipptopp aus, wir haben Wasser, wir haben Käse, genau, ich wollte hier noch nachfüllen mit den Bio-Eiern, hier haben wir auch alles nachgefüllt, da haben wir aber gute Arbeit geleistet das letzte Mal. Kaufen wir nochmal eben 8 Bio-Eier, dann haben wir die auch. Wir haben $767, eigentlich könnten wir unseren Laden vielleicht auch mal nach diesem Tag nochmal eine Runde erweitern. Diese ganzen Kisten. Lara, eigentlich ist das gerade wirklich das Beste, was man machen kann, weil wir kein Lager haben. Und eigentlich ist das hier Meta. Ja. Also es macht am allermeisten Sinn, einfach die Kisten sofort vors Regal zu tun, damit man die sofort wieder einsortieren kann. Ja. Und da wir uns ja hier ein Imperium aufbauen, ist das natürlich die höchste Priorität. Eine Lizenz wolltest du noch holen? Ach, ich wollte auch noch eine Lizenz holen, echt? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel hat denn die nächste Lizenz gekostet?
Die laufen da ja sowieso, ja, die laufen da einfach durch, das juckt gar nicht, das ist scheißegal. Das juckt die alle gar nicht. Okay, lass mal ganz kurz gucken, wie viel denn die nächste Lizenz kostet. Was haben wir denn da? Verwaltung, Produktlizenz, $550. Ah, ja, doch. Wir wollten sofort die Produktlizenz kaufen, denn wir kriegen Orangensaft und so ein Shit. Boah, das ist schon cool. Ist nur die Frage, meint ihr, der Orangensaft muss in den Kühlschrank? Weil dann müssen wir uns auf jeden Fall mehr Kühlschränke besorgen wahrscheinlich. Krass, du hast ja 36,7k Follower, das jetzt letzte Mal da war, war das viel weniger. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, das ist lieb von dir. Hoffe, dir geht's gut. Dankeschön. Nicht unbedingt. Ist natürlich jetzt die Frage, ne? Ich weiß es nicht. Steht jetzt nicht dabei. Könnte sein, dass es in den Kühlschrank muss. Wenn es in den Kühlschrank muss, dann haben wir vielleicht ein Problem. Ich meine, Eier kommen ja auch in den Kühlschrank, was ja irgendwie auch schon komisch ist, weil ich habe Eier noch nie im Kühlschrank gesehen. Ja, muss in den Kühlschrank. Einfach Orangensaft, ja. Nimm die Eier raus, dann kannst du deinen O-Saft reinstellen. Ja, die Sache ist aber... Ja, Eier sind halt aber auch so gut, ne? Eier sind nice, Chats. Eier sind gut, Eier braucht die Welt. Lauchbär mit 1000 Bits! Lauchbär, mein Bester! Ach du Scheiße! Danke für den Stream, dann hol erst die Kuchenlizenz. Scheiß auf Kuchen, Chat. Kuchen ist Kacke. Nein, in meinem Laden wird kein Kuchen verkauft. Ja, wir müssen wahrscheinlich früher oder später Kuchen verkaufen, weil Leute wollen halt Kuchen haben, diese Arschgesichter. Lauchbär, ich danke dir von Herzen für die 1000 Bits. Chat, einmal einfach ein bisschen Liebe da lassen, einfach für den Support, wirklich. Lauchbär, auch nochmal hier, Sansi, ich weiß immer noch nicht, ob der Name auch so richtig ausgesprochen wird. Sanshi? Auf jeden Fall, ich danke dir auch noch von Herzen für die 5 verschenkten Subs. Einfach wirklich, Chat, viel, viel Liebe an euch alle. Ich danke euch von Herzen, Mann. Dankeschön, dass ihr da seid. Freut mich wirklich sehr. Kleine Late-Night-Session heute. Ist ja schon wirklich sehr, sehr spät. Okay, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir machen es einfach. Weg mit dem Kuchen, entferne das Böse. Weg damit. Sanji wird ausgesprochen, beziehungsweise Sanji aus One Piece. Sanji? Sanji. Ja. Oh, Blaubeerkuchen. Ja, stimmt, wir brauchen auch Blaubeerkuchen, den wir in Lake nie bekommen haben, Lauchbär. Sehr aufmerksam, du hast recht. Okay, Chef, wisst ihr was? Wir kaufen die Produktlizenz. Wir haben es gemacht. Scheiß drauf, wir machen es einfach. Okay, dann lass mal kurz gucken. Was haben wir denn da? Warte mal. Haben wir Rechnungen zu bezahlen? Oh, ich bin so gut, dass ich alle meine Rechnungen bezahle. So ein guter Bürger bin ich. Also, wir haben Orangensaft. Der kann Kühlschrank. Soda, Kühlschrank. Soda, Kühlschrank. Kühlschrank. Regal, Milch. Ach, wir können jetzt auch Milch ins Regal packen. Okay, Soda, Kühlschrank. Alles Kühlschrank. Alles Kühlschrank, außer die Milch. Ja, okay, dann würde ich sagen, müssen wir Kühlschränke auf jeden Fall aufstocken, Chats. Was sagt ihr dazu? Wir sollten auf jeden Fall Kühlschränke aufstocken. Ich will aber mal eben Milch kaufen. Das seht ihr genauso, oder? Die müssen wir auf jeden Fall mal sofort in unserem Sortiment aufnehmen. Bin mal gespannt, wie die aussieht. Nicht wieder das Blaubeerkuchen-Drama, immer. Okay, wo packen wir die Milch denn hin, Chat? Sagt ihr die Milch einfach hier zum Salz und zum Öl? Wobei es ja auch irgendwie zum Frühstücken ist, ne? Also eigentlich würde es auch hier passen, so zum Tee eigentlich, ne? Machen wir die Milch hier unten rein? Ja? Zum Müsli? Also praktisch oben rein, meinst du? So zum Müsli da oben hin. Ja, macht Sinn. Einfach nur neben das Müsli. Nee, mach die Milch einfach oben hin. Milch ist sehr schwer, da kriegst du einen Hexenschuss. Ey, Junge, nicht schon wieder, echt. Ich hatte einmal, ich bin mir jetzt immer noch nicht zu 1000% sicher, ob es ein Hexenschuss war, aber ich hatte einmal so etwas in die Richtung und ich will es nie wieder haben. Das war eine Katastrophe. Warte mal. Junge, wie teuer ist denn Milch? Was? Ich habe gestern bzw. heute Morgen alle Produkte, die das Spiel hat, in die Wiki eingepflegt. Ach du Scheiße. Fleißig. Kann ich voll verstehen. Ja, nee, sowas willst du wirklich nicht haben. Ne? Aber generell, so Rückensachen, ne, auch so Nerv einklemmen oder so, boah, nee, das braucht man nicht. Also die Milch kostet 11,25. Chat, sollen wir hochpokern und sollen wir mal so... Sollen wir einfach so $2 mehr machen oder so?
so, vielleicht so 13, einfach wir mal so krass, ist doch ein Sixpack. Ja, aber ist trotzdem sehr viel, ne? Also dadurch auch, dass, ich glaube, ein so ein Sixpack, also 40, glaube ich, haben wir bezahlt, ne? Bei der Einkaufspreis jetzt. Ja, sollen wir hochpokern? Art, hab einen wunderschönen Abend, Mann. Schön, dass du da warst. Viel lieber an dich. Danke dir, wirklich. Knutsch geht raus. Okay, machen wir 12. Machen wir einfach mal so, Chat, 13. Alter, wir würden 9 Dollar Profit machen. Wir werden reich. Wenn das funktioniert, wir werden reich. Also, da bin ich gespannt. Okay, ich würde sagen, der erste Tag beginnt für heute. Die erste Schicht beginnt. Und wir haben übrigens ja für die Leute, die das letzte Mal nicht dabei waren, wir haben das letzte Mal einen Kassierer eingestellt gehabt. Der hat ungefähr, ich will nicht lügen, ich glaube 5 Minuten bei uns gearbeitet. Danach haben wir den gefeuert. Ich bin ein bisschen... Ja, ne, Chat, ich entschuldige mich da immer noch, dass ich den Azubi da sofort rausgekickt habe, aber der hat halt einfach zu langsam gearbeitet, ne? Also der hat einfach beschissen gearbeitet, was soll ich sagen? Ich brauche jemanden, der richtig mit anpackt, der kassiert wie eine Maschine und nicht jemanden, der macht boop, boop, boop. Das ist viel zu langsam gewesen, also jemanden brauchen wir nicht. Wir brauchen jemanden, der richtig schuftet. Aber der Kassierer war leider nicht Owen. Genau so ein Ding ist das nämlich. Der Klopapier-Effekt. Genau, wir brauchen den Klopapier-Effekt. So. Okay. Die erste Schicht beginnt. Guten Tag, der Herr. Was haben wir eigentlich heute im Angebot, Chat? Lass mal ganz kurz gucken. Die Milch ist im Preis hochgegangen. Oh, Milch und Käse. Lass mal ganz kurz gucken. Milch und Käse. Oh, können wir auf jeden Fall teurer machen. Milch und Käse. Und der Käse. Oh ja, 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 ja. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen höher gehen. Ne? Machen wir mal so 2,99. Gucken wir einfach mal. So, Chat, ich muss hier mal ganz kurz auch eine kleine Durchsage machen für unsere Ladenmenschen. Guten Tag, Ladies and Gentlemen. Heute im Angebot die Milch, wobei gar nicht, nee, ich habe sie verarscht. Die Milch ist teurer geworden. Kaufen Sie Milch und Käse. Der Preis ist gestiegen, aber mich supporten Sie damit. Dankeschön, ich wünsche Ihnen einen schönen Einkauf. Ganz wichtig, Chat. Man muss natürlich auch ein bisschen Promotion machen für seine für seine Angebote hier im Laden. Die Angebote übrigens, die teurer geworden sind. Was passiert, wenn du es zu teuer machst? Naja, die Leute kaufen es dann eben einfach irgendwann nicht mehr. Ja, naja. Ich muss jetzt einfach jedes Mal Durchsagen machen. Dann verkaufen sich die Produkte wahrscheinlich viel besser. So, der gute Herr kriegt's. 8,21 zurück. Beehren Sie uns bald wieder. Da werden die Spaghetti eingekauft. Das sind dann 21,27. Der Orangensaft. Ah ja, jetzt wollen sie schon den Orangensaft haben. Den haben wir halt noch nicht. Das könnte eine Ansage von mir sein. kaufen Sie. Alle teuren Produkte. Ganz wichtig. Joghurt. Bro, wir haben Joghurt? Haben wir Joghurt? Habe ich was verpasst? Ich wusste gar nicht, dass wir Joghurt haben. Ich glaube, da habe ich was nicht mitbekommen. War der bei der Lizenz dabei? Ich glaube, du hast die Lizenz vom Joghurt noch nicht. Ach, fangen die jetzt auch an, Sachen zu haben zu wollen, die ich noch gar nicht habe als Lizenz? Ach so. Das kann natürlich sein. Ich dachte, also bis jetzt war das eigentlich immer so, dass sie nur Sachen verlangt haben, die ich dann auch erwerben konnte. Warte mal, kann ich den Joghurt schon erwerben? Mal ganz kurz gucken, Lizenzen. Tatsache, Joghurt kann ich, weil Level 9. Okay, ja, dann macht das Sinn. Weil ich das Level erreicht habe, ich aber die Lizenz noch nicht habe, geht das. Okay, alles klar. Werde ich mir merken. Ja, du hast die Lizenz einfach noch nicht, ja. Das wusste ich gar nicht. Junge, warum bezahlt ihr denn alle mit einem 100er? Was soll denn das jetzt? Da kommen die Reichen wieder, ne? Zu solcher späten Stund. Piep, piep. Also ich hab mich gestern gefragt, wo ich nicht gestreamt habe, was ist es, was das Spiel so catchy macht? Apfelsaft wollen sie haben. Was ist es, was das Spiel irgendwie so... Dass man einfach Bock hat, es weiterzuspielen. Was ist es?
Wir sind aufmerksame Zuschauer, auf jeden Fall. Florian, einen wunderschönen guten Abend, Mann. Alles klar bei dir? Also irgendwas hat das Spiel, weshalb ich einfach... Ist meine Kasse gerade irgendwie extrem hell geworden? Ist sie gerade am Schimmeln? Schimmelt gerade meine Kasse? Ja, wir haben ein Problem. Hallo, ich brauche hier mal bitte an Kasse 3 jemanden, der meine Kasse irgendwie entschimmelt. Dankeschön. Ach du Scheiße. Ist das jetzt auch so ein Ding durch ein Update geworden? Kasse kann schimmeln. Das ist natürlich blöd. Was das Spiel hat, absolute Entschleunigung. Das ist wahr. Ja, absolute Entschleunigung. Das trifft es eigentlich ganz gut. Turco Soda wollen sie haben. Alles klar. Ich weiß nicht, ich schaue dir auch zu, wie du mit einer Gummiente durch einen Pool schwimmst. Du hast recht. Du hast recht. Junge, ich habe so komische Spiele schon in meinem Stream gespielt, ne? Also jetzt, wo du es sagst, ich habe mal ein Spiel gespielt, da bin ich mit einer Gummiente durch einen Pool geschwommen. Mehr ist nicht passiert. Habe ich Probleme? Hast du den Duck-Simulator gespielt? Ja, habe ich. Oh, die erste... Chat, guckt ihn euch an. Das ist jemand, der Milch für 13 Dollar einkauft. So sieht er aus. Der Prototyp, ich kaufe 13 Dollar Milch. Holy shit. Krass. Dankeschön. Hat funktioniert. Ich glaube, es ist so catchy, weil du das alles so einrichten kannst und dich so beschäftigen kannst mit den Produkten. Das managen kannst und so weiter. Wisst ihr, wo ich heute, und du hast absolut recht, ja, wisst ihr, wo ich heute noch drüber nachgedacht habe, Chat? Also wenn wir das ja hier gerade so extrem zur Zeit lieben, ne? Ey, wir müssen den Tankstellensimulator nochmal spielen. Ich habe den Tankstellensimulator damals ein kleines bisschen gespielt gehabt und gestreamt gehabt, wo das rauskam. Eigentlich ist der Tankstellensimulator ja nichts anderes, nur noch eigentlich viel komplexer und du hast halt eine Tankstelle. Wir müssen uns da vielleicht irgendwann auch nochmal die Zeit für nehmen, wenn wir da so Bock drauf haben. Oh ja, das in der Wüste. Ja, ja, genau, das in der Wüste. Der Gasstation-Simulator, glaube ich, hieß der einfach, ne? Gasstation-Simulator oder... Gasstation-Simulator. Mascal, dankeschön für dein Follow, Mann. Dankeschön. Hat dein Laden kein Licht? Nee, wir betreiben hier kein Licht. Manchmal fällt das aus. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Portorna. Also manchmal fällt das Licht einfach aus. Das liegt daran, dass wir im Lager nebenan ein paar Hamster laufen haben. Und das ein oder andere Mal stirbt da eben einfach ein Hamster und der muss dann ausgewechselt werden. Ja, und dann kann es halt eben manchmal zur Verspätung kommen, dass das Licht eben eingeschaltet wird und der Strom eingeschaltet wird. Ist blöd. Ja, wir haben einen hohen Hamsterverbrauch leider. Strom nicht bezahlt. Ja, leider, leider. Den Tankstellensimulator kenne ich, der ist geil, der ist sehr cool, ja. Hatte ich gestern gezockt, das ist ein ganz anderes Feeling, das zu zocken, so gar nicht entschleunigen, da fühle ich mich ja gehetzt. Warum fühlst du dich da gehetzt? Also, eigentlich war da doch auch nichts auf Zeit, oder? Ich meine, du kannst die Leute ja bedienen und so, wie du willst. Juckt ja nicht. Bianca, einen wunderschönen guten Abend. Also, ich finde es halt so... Ich find's halt irgendwie nervig, also das ist ja genau wie bei diesem Dönerspiel halt, ne, wenn du einfach da stehst so und die Leute halt einfach durchgehend, also die Produkte alle schlecht werden und die Leute halt durchgehend da so stehen und das erwarten, dass du das innerhalb von einer Sekunde zubereitest, so ungefähr halt. Ne, also das ist ja das Einzige, was mich nervt an diesem Döner-Simulator. Sonst würde ich den voll cool finden. Hamster einfach mit ins Sortiment nehmen. Okay, Chat, warte mal, ist der Tag schon zu Ende? Ja, wir haben 800 Dollar. Oh, der Tag war nicht so gut, ne? Kann das sein? Ich glaube, wir haben nicht so viel Geld verdient. Also ich meine, ist okay. Und wir werden uns jetzt einfach noch einen Kühlschrank besorgen und die neue Ware besorgen, ne? Weil die wollen halt alle Orangensaft haben und so einen Scheiß. Aber der Tag war nicht sehr lukrativ. Okay, es wurde hier noch ein bisschen Öl eingekauft. Das ist ganz gut. Ich liebe solche Spiele, habe als Kind auch wahnsinnig viele Zeitmanagement-Spiele auf Big Fish Games gespielt, war damals schon danach verrückt. Ja, das ist aber auch geil. Also ich kann das total verstehen. Also, ne, wie Sansi eben schon gesagt hat, oder doch, war das der Name?
Schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, so wie er halt eben auch meinte, es ist halt eben irgendwie etwas, es hat etwas sehr Entschleunigendes und irgendwie macht das einfach Spaß. Sanji, genau. Und irgendwie ist das toll halt, ne? Gerade so, wenn du so einen gestressten Alltag hast, ne? Sich so vor seinem PC zu setzen und du hast einfach so deinen kleinen Supermarkt und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat das was Süßes, ne? Man freut sich irgendwie darüber. Also ich kann jeden verstehen, der hier sehr viel Zeit in dem Spiel lässt. So, Chat, wir müssen Nudeln nachbestellen. Nudeln und, oh, die haben sehr viel von dem neuen Mehl gekauft. Das müssen wir auch noch nachbestellen. Pascal, dankeschön für die 3 Monate. Hey, ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Danke dir. Viel Liebe an dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Chat, warum seid ihr eigentlich noch alle wach? Habt ihr einen Hau? So, warte mal, wir brauchen Nudeln. Ich bestelle einfach mal sofort 2. Wir brauchen, was war das andere jetzt nochmal? Mehl, genau, davon kaufe ich auch mal 2. Ich wollte noch einen Kühlschrank kaufen und dann neue Produkte. Okay, die Milch ist noch okay. Wir könnten Kaffee kaufen, ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Toastbrot ist ziemlich gut weggegangen. Vielleicht kaufen wir noch eine Packung Toastbrot dazu. Warte mal, wobei hier haben wir ja noch Nudeln. Okay, Nudeln brauchen wir gar nicht. Na, wobei können wir uns eigentlich auf Vorrat holen. Ja, hier haben wir noch normales Mehl, das muss ich nicht nachbestellen. Nudeln müssen wir auch nicht nachbestellen. Es ist Samstag. Ja, das weiß nicht. Ich glaube, viele Menschen gehen auch früh Samstag schlafen. Ich meine, für mich ist das sehr gruselig, aber ja, ich glaube, die gibt's. Gestern 9 Stunden in dem Game versenkt. Ich konnte nicht aufhören. Warte mal. Owen, du hast gestern 9 Stunden Supermarkt-Simulator gespielt. Du hast gestern 9 Stunden Supermarkt-Simulator gespielt? Oder war das jetzt auf ein anderes Spiel bezogen? Was? Ja? Alter, also das nenne ich mal Grind. Holla die Waldfee. 9 Stunden. Ich glaube, danach wäre mein Hirn einfach frittiert. Es hatte doch vorher auch einer 12 Stunden Supermarkt-Simulator gespielt. Ja, also das ist Wahnsinn. Bram Prime Sub steht ab 24. also heute verfügbar, aber kann es immer noch nicht benutzen. Dann wahrscheinlich erst ab Nachmittag oder so. Vielleicht. So, Mehl können wir auch nochmal eben nachfüllen. Das machen wir. Black, dankeschön nochmal für dein Follow übrigens. Und Pascal, nochmal danke dir auch noch für die 3 Monate. Ja, dankeschön, wirklich. Für den späten Support zu so unchristlicher Uhrzeit. Bedeutet mir viel, danke euch. So, der Karton ist leer. Ja, sehr belastend. Ich wollte um 2 Uhr schlafen, aber dann gesehen, dass du online bist. Und deswegen verbringst du jetzt auch noch die Zeit mit uns zusammen hier im Supermarkt, meinst du? Ja, ich kann es verstehen. Irgendwo kann ich es verstehen. Okay, Tee haben wir. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Toastbrot. Die Nudeln, ja, wollte ich noch nachbestellen. Mehl müssen wir auf jeden Fall auch nicht mehr nachbestellen. Da haben wir alles sehr viel. Ja, aber das ist okay. Chat, sollen wir uns einen fetten neuen Kühlschrank holen? Also, ich glaube, wir haben so einen noch gar nicht. So einen Doppelkühlschrank. Der kostet $375. Boah, das ist schon ziemlich viel, ne? Warte mal, wie sieht's denn mit Rechnungen aus? Wir haben noch keine Rechnungen. Darf doch kein Late-Night-Stream verpassen. Naja, ich meine, im Endeffekt, Chat, ne, wie gesagt, stresst euch da nicht zu sehr. Ihr könnt die Streams ja immer ganz gemütlich auf YouTube nachgucken, ne, am nächsten Morgen. Also, macht euch da nicht irre. Ihr könnt immer zur später Stunde dann noch die Streams nachholen. Okay, Salz und Soda ist runtergegangen. Ich glaube, das interessiert uns jetzt aber gar nicht, weil wir haben diese Soda noch gar nicht. Boah, Junge, Salz ist so bodenlos scheiße einfach, ne? Ey, Marktpreis 1,86. Was soll ich mir denn mit Profit 1,74 kaufen? Also das ist ja... Das ist nichts. Einfach arm. Chat, ich muss bald meinen Supermarkt aufgeben. Also so geht's, glaube ich, einfach nicht weiter. Das wird so einfach auf Dauer nicht funktionieren. Ich glaube leider, dass ich muss meinen Supermarkt aufgeben. So geht das nicht. Bei mir kaufen die Salz, als wäre es Klopapier zu Corona-Zeiten. Ja, krass. Aber warum? Also machst du irgendwas anderes? Oh, shit. Okay, die Rechnung, $100 Rechnung auch, das ist ziemlich viel. Das war aber jetzt viel an Rechnung. Ja, egal, ich würde sagen, wir holen uns trotzdem mal den fetten neuen Kühlschrank und schauen auch mal eben, ob wir dann sofort, doch machen wir, Chat, ne, machen wir. Kaufen uns sofort natürlich auch von allem mal die neuen Produkte und
platzieren die dann sofort. Also die Soda ist runtergegangen. Ich glaube, es ist Cola. Es sieht aus wie Cola. Da steht die Cornflakes. Was ist mit den Cornflakes? Six? Also meinst du, ich soll die einfach auffüllen, oder was? Ist Cola, ja. Ja, sieht aus wie Cola auf jeden Fall. Ist im Preis gerade ziemlich niedrig. Würde ich sagen, packen wir auch einfach mal rein. Boah, Chat, das wird ein fetter Einkauf. Vor allem mit gefühlt nur neuen Waren. Das ist krass. Ich liebe deine Late-Night-Streams, weil mein Schlafrhythmus so am Arsch ist und sonst immer keiner live ist, außer du. Ja, ja, ich glaube, das sagt auch viel über mich aus, ne? Also, ich danke dir von Herzen. Ich glaube, das sagt mehr über mich aus als über dich. Bianca, pass auf dich auf. Aber das freut mich wirklich sehr. Schön, dass du hier deine Zeit verbringst. So, oh shit. Warte mal, haben wir überhaupt, oh mein Gott, haben wir Platz dafür? Passt der Kühlschrank überhaupt dahin? Okay, das könnte kritisch werden. Ich weiß nicht, ob das reinpasst. Oh, ja, okay, gut. Okay, Alter, ich dachte, der wäre viel größer. Okay, dann ist alles super. Ja, das ist doch wunderschön. Perfekt, alles klar. So, hier, das Mehl wollte ich auch nochmal eben auffüllen. Bestimmt schaffen wir. Ja, das schaffen wir, Chat, das schaffen wir. Einfach mal so als Frage, ich finde immer solche späten Streams, die eignen sich da irgendwie immer super. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich die daher irgendwie da in die Wand reinschiebe und dann sind die weg. Was geht bei euch zurzeit so in eurem Leben? Also was bewegt euch gerade? Habt ihr irgendwelche, ich sag mal, Prüfungen vor euch, die irgendwie euch gerade so ein bisschen den Kopf zermartern? Habt ihr, ich weiß nicht, vielleicht irgendwas Schönes also gerade so zurzeit erreicht oder steht irgendwas Krasses bevor bei euch? Oder ist gerade einfach nur ganz normaler Alltag? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Zu vieles, Josh, zu vieles. Ah ja, einfach zu viel. Oh, der Bio, Alter. Ich muss sagen, der Bio-Juice sieht wirklich sehr edel aus. Finde ich. Ich habe eine schöne Vertragsverlängerung vorgestern bekommen. Vertragsverlängerung bei was? Tja, der sieht übel edel aus. High Quality, pure Orange Juice, reiner Orangensaft, 100% auf der Arbeit. Ja, okay, aber das hört sich doch gut an, oder? Nächsten Monat haben wir an der Arbeit Inventur. Ja, ich schreibe jetzt März, April und Mai Prüfungen und dann muss ich mich bei Unis bewerben. Uiuiui. Die nächsten 5 Wochen noch Klausuren, danach geht's für eine Woche nach England. Oha, ich wünsche eine sehr schöne Zeit in England auf jeden Fall. Sehr cool. Warte mal, mach mal so 3,50 einfach. Kontaktabbruch mit meiner besten Freundin, das zieht sehr runter und beschäftigt mich. Ich weiß nämlich nicht warum, alles momentan zu viel. Du weißt nicht, warum ihr einen Kontaktabbruch habt, oder was? Oder meinst du, du weißt nicht, warum es dich runterzieht? Jobsuche, Family Stress, Psyche ist mehr als grenzwertig. Ja, also, ne, wie gesagt, bei mir auch, für Leute, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, aber die Woche war bei mir auch wirklich so viel los irgendwie. Ich hatte jeden Tag, weiß ich nicht, ne, auch mit meinem Schlafrhythmus, das ist Katastrophe, Alter. Also wenn ich da irgendwie um 7 Uhr beim Zahnarzt sein muss oder bei einem Amt sein muss, ne, das ist ja für mich, ist das ja der Todesstoß, ne. Aber ja, irgendwie hat es ja dann doch funktioniert, zum Glück. Bin arbeitslos, aber da ziehe ich in der Woche oder so, da ziehe ich in der Woche oder so durch. Okay, also du meinst, du möchtest dann wieder arbeiten? Psyche bei mir eh seit Jahren grenzwertig. Mich zieht mein Humor und die Musik durchs Leben. Hä, ist das nicht die Turco-Cola, die du da gerade gekauft hattest? Warte mal, werde ich hier verarscht? Ist das andere Cola? Werde ich hier vom Großmarkt verarscht? Die denken, die können wohl alles mit mir machen, nur weil ich ein Kleinverdiener bin. Soda Turco steht da. Die hat eigentlich ein ganz anderes Label. Bro, ich werde abgezogen. Ich werde einfach abgezogen. Einfach Ja-Produkt bekommen. Ich habe dafür viel Geld bezahlt und ich bekomme einfach die Billig-Variante. Hä? Aber das ist nicht die Cola, die ich gekauft habe, oder? Oh, shit, so fängt's an. Die da oben denken wohl, die können alles mit mir machen.
Einmal heißt die Cola heißt und einmal die Turco heißt. Warte mal, das heißt also, ich habe hier jetzt eine. Also ich hätte eigentlich Turco bekommen sollen, aber ich habe jetzt Cola bekommen. Ja, da ist wohl, weiß ich nicht, da ist wohl jemand mit dem falschen Fuß aufgestanden. Butter, pass auf dich auf. Tatsache, du hast die andere ausgepackt. Oder habe ich die einfach, warte mal. Habe ich die überhaupt gekauft? Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher. Ich dachte mir eigentlich, ich hatte die nicht gekauft. Na egal. Wir werden es sehen. Ich räume ja sowieso alles ein. Vielleicht habe ich sie ja hier. Ist das die... Warte mal. Das ist der Apple Juice. Das ist die Turco Cola. Das ist die andere. Ah. Ich wollte gerade sagen. Oh shit. Kann man sich eigentlich ducken? Ja, das ist die. Ja. Das ist die Turco Cola. Oder die Turco Soda. Oder wie auch immer sie heißt. Boah, das sieht aber schon sehr edel aus, muss ich sagen. Das gefällt mir aber sehr gut hier, Chats, das Regal. Sehr, sehr nice. Oder der Kühlschrank, eher gesagt. Sehr schön. Die sieht halt original aus wie Coca-Cola. Ja, das ist wahr. Okay, also, Chat, was machen wir denn hier für einen Preis? Die geht für 2,7 ist der Marktpreis. Machen wir mal so 2,60 einfach. Mal gucken. Also wirklich Profit geben die jetzt alle nicht. Aber mal schauen, was wird. Ah, 290 Euro. Das machen wir. Das finde ich gut. Das finde ich super. 290 Euro für die Soda? Das sieht gut aus. Das werden die bestimmt bezahlen. 2,81 für den Apfelsaft. Machen wir mal so 2,30. Nee, 3,30. Nee, ja, 2,30 ist, glaube ich, gut. Das können wir machen. Das ist eine Soda aus Gold. Ist ein Schnapper. Ist im Angebot. Können wir ja gleich auch mal eine kleine Durchsage machen an unsere ersten Leute, die dann vorbeikommen. Okay, ich glaube, wir haben aber jetzt alles. Ne? Wir haben Käse, haben wir noch ein bisschen. Das ist jetzt noch nicht so wichtig, den aufzufüllen. Wir haben die Bio-Eier, wir haben Milch, wir haben Wasser. Wir haben da noch Milch, wir haben Tee. Wir haben eigentlich gerade, sieht sehr gut aus. Regal ist auch gut gefüllt. Und ich glaube, wir haben auch alle neuen Produkte sofort eingeräumt. Ja, Chat, würde sagen, da können wir auf jeden Fall sofort die nächste Schicht beginnen. Die Flasche kostet 290 Euro, du kriegst aber auch ein bisschen Lifestyle mit. Ist das ein Argument? Ja, du hast recht. Du hast recht. Wir brauchen auch ein gutes Verkaufsargument. Es ist ja nicht, genau, wie du schon sagst, es ist ja nicht nur die Soda, die du bezahlst, sondern ein Lifestyle. Das ist gut. So können wir das verkaufen, das Produkt. Feel the sparkle. Feel the sparkle. Oh Mann. Geil. Chat, ich muss aber mal ganz dringend pinkeln gleich. Einen wunderschönen guten Tag an den ersten Einkäufer, den wir heute haben. Die Soda ist nicht zu teuer. Ich wollte gerade die Aussage machen. Die Soda ist nicht zu teuer. Wir verkaufen ja ein Produkt, was nicht nur ein Produkt ist, sondern wir verkaufen ja einen Lifestyle. Wenn Sie sich dieses Produkt nicht erwerben können, sind Sie schlicht ergreifend einfach zu hässlich und zu arm. Oh mein Gott, das sind einfach zweimal die gleichen Leute. What the fuck? Kauft euch die Soda für $290. Groß im Angebot heute. Schnappen Sie zu. Sehr schön, Chat. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, ob wir eine davon verkaufen werden heute. 22,87. Kacke Ringverdiener. Ja, ja, es ist ganz schlimm. Ob die verwandt sind? Gute Frage. So. Okay, Chat. Ich glaube leider, ne? Also... Wir haben einfach zu arme Menschen hier bei uns im Laden. Ich weiß, mich stört es auch selber und ich akzeptiere das auch leider sehr schweren Herzens, aber wir müssen es akzeptieren. Und die bezahlt mit einem 100er, aber kann sich meine besondere Soda nicht kaufen? Die haben so viel Geld und wollen es nicht mit mir teilen. Ist das nicht voll gemein? Richtige Ottos, wenn die Geld hätten, wäre die Soda auch gekauft worden. Genau so ein Ding ist das nämlich. Ich sage, es liegt nicht an mir, sondern es liegt an meinen Käufern. Es liegt an euch, nicht an mir. Ja, da, ne? Jetzt wird eingekauft, klar.
Ich bin auf dem Weg zu deinem Markt. Brauche noch 4 Stunden, dann kaufe ich alles. Dark Knight, das ist super. Ich werde auf jeden Fall die Regale für dich auffüllen. Ich werde eine Großbestellung machen. Aber das ist normal. Das sind einfach irgendwelche Bots. Ja, einfach nicht auf irgendeinen Chat. Auch nochmal hier ganz kurz an euch alle. Klickt nicht auf irgendwelche Links, die euch irgendwelche Leute privat auf Twitch schicken. Das sind einfach irgendwelche Bots. Geht am besten nicht drauf, ja. Den Joghurt kannst du in deinen Arsch stecken. Den habe ich leider nicht in meinem Sortiment, weil ich zu arm bin, weil ihr die Soda für 290 Dublonen nicht kaufen wollt. Es liegt an euch. Ihr seid das Problem, nicht ich. Ich hätte schon längst den Joghurt im Angebot, würden die diese Soda kaufen für 290 Dublonen. Schon längst. Ach siehste, nochmal zu GNTM. Pizzi ist einfach raus, weil der Drogen dabei hatte. Was? Was? Ich habe keine Ahnung von Technik. Ich gehe mir nicht noch mehr Probleme suchen. Weise Entscheidung. Sehr weise Entscheidung. Du musst den Preis hochsetzen, wenn die Flasche auf dem Band steht. Das funktioniert nicht. Also ich hatte es auf jeden Fall mal ausprobiert in der Demo. Da hat es nicht funktioniert, meines Wissens nach. Aber die sagt, ich bekomme gratis Onlyfans. Oh, und ich bin auch fast drauf reingefallen, ja. Also ich meine gerade ich, ne, der Onlyfans ist was so Tolles. Ja, Onlyfans ist, ich benutze es auch so gerne. Ich würde so gerne, würde ich diesen Onlyfans-Accounts trauen und dort auf den Link klicken. Und einfach kostenlos bei ihnen ins Onlyfans-Profil gucken. Aber es geht leider nicht, Chat. Ich kann es nicht, ich habe nicht die Eier dazu. Ich interessiere mich aber nur für Ventilatoren, also warum nicht? Einfach mal den Link klicken. Ja, was soll schon schief gehen? Bibu, bibu. Ach, hast du jetzt die neue Lizenz gekauft? Hab die Stream-Benachrichtigung leider erst jetzt gesehen. Ich hab die Lizenz gekauft, ja, aber nur für Cola und so ein Shit. Ja. Sonst haben wir jetzt noch keine. Das ist das Einzige, was wir heute geholt haben bis jetzt. Und wir haben den Kühlschrank gekauft bis jetzt. Bibu, bibu, bibu. Alter, meine Stimme. Chat mal einfach so nebenbei, ne? Würdet ihr euch, oder habt ihr schon mal, ein OnlyFans-Abo abgeschlossen? Oder würdet ihr sowas machen? Einfach mal so als Frage an euch. Die Stream-Mitteilung war top-notch bei mir heute. Ja, da kannst du dich glücklich schätzen, wenn das jetzt keine Ironie war. Ich glaube, bei den allermeisten wird es genau das Gegenteil sein, leider. Einmal probiert, nie wieder. Okay, warum hast du das probiert? Würde mich mal jetzt interessieren. Also nicht jetzt, um dich zu, also über dich zu urteilen oder so, sondern es würde mich mal interessieren. Wieso? Ziehst du es in Erwägung? Also Chat, jetzt kann ich es ja auch öffentlich machen, ne? Also ich wollte nicht nur bei meinem Supermarkt bleiben, tatsächlich, ja. Wollte da auch noch in andere Milieure abtauchen. nee, es interessiert mich einfach, keine Ahnung. Hat mich einfach gewundert, wie das abläuft. Waren 3 Franken, okay, und also, wie hast du dich dafür entschieden? Also hat es dann irgendwie eine Person, die du da irgendwie anziehen fandest und du wolltest da mal reingucken oder war das einfach so random irgendwo, einfach nur um zu gucken, wie das ist? Nein, vielleicht wenn der Mann richtig was bieten würde. Ich sag nicht niemals. Okay, interessant. Ich würde Minecraft-Let's Plays bieten. Oder Supermarkt-Let's Plays auf OnlyFans. Ich habe schon mehrmals was abgeschlossen dort, aber es sind so krass viele einfach nur Scam. Nicht mal ein Nacktbild drin, einfach nur lächerliche Instagram-Bilder bei manchen. Okay, krass. Wie teuer ist sowas eigentlich? Also können die das selber entscheiden, wie teuer sowas ist? Oder ist das wie bei Twitch halt, ja, dass sie so einfach normale Abos haben? 21,18 macht das. Ich hoffe übrigens, dass es hier meine Einkäufe auch nicht stört, dass ich hier jetzt über OnlyFans rede dann mit euch. Die sollen hier weiter einfach meine Produkte kaufen. Das interessiert die, hat ihr nichts anzugehen, über was ich mit euch rede.
Manche sind teilweise schon sehr teuer. Also können die wirklich selber auch auswählen dann die Preise? Also was praktisch so selber entscheiden, was der Content dann für sie selber wert ist? Okay, das ist krass. Normalerweise schon. Soviel ich weiß, aber es gibt eigentlich für... Aber war eigentlich für Cosplayer gedacht, bevor es sexuell wurde. Boah, ich glaube, das ist schon sehr sexuell mittlerweile, oder? Oh shit, wir haben keine Milch mehr einfach. Also eine ist nur noch da. Kann ich pennen, weil heute wieder in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. What the fuck? Anni, ich hoffe, dass du trotzdem irgendwann zur Ruhe kommen kannst. Du kannst es selbst entscheiden, bekommst dann je nachdem, wie viele Follower du hast, die Zahlen. Bekommen die dann mehr und mehr Prozent. Achso, je mehr Follower man hat, desto mehr Prozente kriegt man dann ab. Okay, das ist natürlich auch ein krasses System, ne? Also was ja sogar die Leute, die ja Instagram dann benutzen, also jetzt beruflich, was ja ein richtig krasser Ansporn ist dafür, ne, weiterzumachen, damit sie höhere Einnahmen erzielen. Also ich meine, klar, ne, ist ja eigentlich auch bei Twitch so, genau wie bei mir, ne? Also zum Beispiel das Partner-Plus-Programm oder so, ne, was man als Streamer ja unbedingt haben möchte, damit du halt einfach eben mehr von deinen Einnahmen bekommst. Wie kam es eigentlich zustande, dass es so sexuell wurde? Wieso gerade OnlyFans? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wie das von jetzt so passieren konnte. Es gibt Profile, die teilweise 20 bis 60 Euro pro Monat kosten. Boah, was? Das ist ja übel krass. Okay, das ist Wahnsinn. Ja, vielleicht sollte ich es doch in Erwähnung ziehen. So, da wird nochmal kurz aufgefüllt. Sehr gut. Chat, ich muss pinkeln gehen. Ich muss jetzt unbedingt pinkeln gehen. Wir machen da auch eine ganz kurze Aufnahmepause dann. Mir kommt es aus den Ohren raus. So. Hab seit dem Partner Plus einfach das Tier 2 Abo behalten. Und Mel, das ist übel lieb von dir, wirklich. Also, ne, im Endeffekt muss man natürlich auch einfach sagen, Tier 2, Tier 3, ne, ist nach wie vor natürlich der noch krassere Support. Ist ja auch klar, weil einfach teurer ist und natürlich der Share dann auch größer ist. Aber, ja, nötig ist das natürlich jetzt, sage ich jetzt mal nicht, aber... Im Endeffekt, ne, ich bin für jeden Support sehr, sehr dankbar, ne, auch weil ich das ja beruflich mache und so. Deswegen finde ich das wirklich Wahnsinn, dass so viele wirklich dann auch bei den Tier 3 Subs oder Tier 2 Subs geblieben sind, weil sie sich denken so, yo, keine Ahnung, du machst das gut, Josh, oder ich will dich dabei supporten oder wie auch immer. Und ich bin da wirklich sehr dankbar für. Ich finde das richtig krass. Also Dankeschön da wirklich an jeden Einzelnen. Wir brauchen Puderzucker vielleicht langsam. Das Mehl ist eigentlich auch noch okay. Oh, Peanut Butter, Milch, Toast. Peanut Butter, Milch, Brot. Toast. Peanut Butter brauchen wir. Wir brauchen die neue Milch. Wo hatten wir sie nochmal? Hier unten. Die brauchen wir auch unbedingt. Was brauchen wir denn noch? Öl, glaube ich, habe ich hier auch noch zum Nachfüllen. Sehr gut. Ja, bitte, ja, biete uns deine heißen Supermarkt-Simulatoren-Videos an. Ach du Scheiße. Pusteblume, hab einen wunderschönen Abend. Ich meine, du kaufst das Abo und dann einzelne Beträge oder Picks oder Videos, die du geschickt bekommst, musst du extra bezahlen. Jo, was? Das ist ja übel krass. Die wollten es ja tatsächlich entsexualisieren, dann haben sie gemerkt, die Kohle bleibt weg und nun ja, schwupps, es war auf einmal wieder erlaubt, komisch. Ja, macht ja auch einfach mehr als Sinn, ne? Also, ich meine, für die ist es ja total dumm, die Sexualität zu verbieten. Also, als Unternehmen halt. Nudeln, Mehl brauchen wir nicht erstmal. Mehl ist noch okay. Nudeln ist eigentlich auch okay. Spaghetti haben wir eigentlich, ist auch okay. Wird eigentlich alles gerade nicht so krass gekauft. Wobei hier könnten wir am nächsten Tag eine Bestellung machen. Müssen wir jetzt noch nicht machen. Noch nicht so wichtig. Hier, aber sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir könnten Kaffee noch kaufen. Kaffee geht auch immer. Vielleicht sollte ich mir das mit der Jobsuche nochmal überlegen. Dachte, ich habe mir eingebildet, dass du pinkeln musstest, weil du nicht gegangen bist. Ja, nee, ich muss jetzt wirklich, Chat. Also, wir schließen mal ganz kurz hier den Tag ab. Dann bin ich mal ganz kurz pinkeln. Und dann machen wir noch einen Tag, oder? Wie sieht's da aus? Portorna, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und pass auf dich auf. Schön, dass du da warst. So, Chat, nächsten Tag starten. Die Nudeln sind im Preis hochgegangen. Das ist eigentlich ganz gut. So, erinnert mich daran, gleich die Aufnahme weiter fortzuführen. YouTube, wir machen hier einen ganz kurzen Cut. Wir machen eine kleine Pinkelpause und wir sind gleich sofort wieder da. Bis gleich.
So, YouTube, da sind wir einmal ganz kurz eine Fresspause gemacht. Ich habe mir ein paar Waffeln reingezwiebelt. Holla die Waldfee. Können wir den Preis des Lagers jetzt sehen? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den... Kann ich den sehen? Ich weiß nicht mal, wo man überhaupt den... Also das Lager überhaupt kaufen kann. Für die YouTube-Zuschauer, es kam gerade ein Mini-Update raus. 1000. Es kam gerade tatsächlich ein Mini-Update raus. Ich habe das Spiel gerade neu gestartet. Und das war nur ein 5MB-Update. Und anscheinend, das Lager ist billiger. Das kostet jetzt wieder 1000. Irgendjemand hatte mir letztens gesagt, es hat 6000 gekostet, ne? Krass. Interessant. Ich weiß halt immer noch nicht genau, wofür ich es brauche. Wobei, es macht halt Sinn, an Tagen, wo Produkte billig sind, natürlich fett einzukaufen von denen, ne? Wahrscheinlich macht da das Lager dann Sinn. Das schätze ich jetzt einfach mal, ne? So, wir zahlen mal ganz kurz unsere Rechnung hier. Ja, Dodo meinte vorhin, das kostet 6.000. Ja, ja, genau. Irgendwie hat das 6.000 gekostet, was halt schon sehr, sehr krass ist. Ich würde sagen, hier müssen wir noch gar nichts auffüllen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Spaghetti sieht eigentlich auch noch ganz gut aus. Wir könnten Wasser bestellen. Wasser und Milch, Käse. Wasser, Milch, Käse, würde ich sagen. Bestellen wir auch noch nach. Was haben wir denn hier alles schon drin? Wasser, Milch ist ja auch noch gar nicht drin. Wasser, wo haben wir denn Wasser? So, irgendwo hier oben. Hier Wasser, Milch und, achso, mehr können wir schon gar nicht kaufen. Ich finde echt, oder warte mal, geht das jetzt? Haben sie das vielleicht schon gepatcht? Nee, man kann nur 10 Sachen kaufen. Ich finde das doof. Meldet ihr einen wunderschönen guten Abend. Ich finde das einfach blöd. Die Stromrechnungen werden jetzt nur noch tagsüber berechnet. Die Rechnungen werden von nun an nicht mehr steigen. Wenn man zu lange braucht, um seine Vorräte vor oder nach dem Tag aufzufüllen. Ach, das ist ja krass. Das wusste ich nicht mal, dass das so ist. Welches Level bist du? Das müsstest du eigentlich hier oben sehen. Ich bin Level 12. So, dann füllen wir mal eben auf. Wir haben hier auch noch, was haben wir hier? Ein bisschen Salz können wir noch reinpulvern. Oh, da haben wir auch noch was drin. Und, das passt. Eins. Ein einziges ist da drin. Toll. Ich auch. Ich habe gesehen, einfach so viele sind schon viel, viel weiter als ich. Ich meine, im Endeffekt, es ist natürlich nochmal was anderes, nebenbei natürlich so den Chat zu lesen, zu reden dann, ne? Als jetzt die Sachen natürlich alleine zu spielen. Aber echt, also einige von euch haben da ja schon so reingesuchtet, das ist ja krank. Aber ich kann es natürlich komplett verstehen halt, ne? Also komplett. Das Level ist oben sehr klein geschrieben. Ja, das liegt daran, weil ich das Spiel in WQHD spiele. Und also ich glaube, daran liegt es. Und das macht euer Bild dann, glaube ich, noch kleiner. Und die Schrift, bei mir sieht es super aus. Ich glaube, die Auflösung ist wahrscheinlich, es liegt wahrscheinlich an der Auflösung, würde ich sagen. Und wahrscheinlich, weil viele auch noch von euch am Handy gucken. Das, ja, ist dann wahrscheinlich auch noch so. Das spielt auch noch mit rein. Lässt du alleine kassieren oder machst du das immer selbst? Was meinst du, also meinst du praktisch, ob ich habe noch keinen eingestellt bei mir, wenn du das meinst. Ich hatte gestern, habe ich das ausprobiert und habe die erste Person eingestellt und der ist mir viel zu langsam. Also ich glaube, wo es wirklich Sinn macht, Chat, also einfach mal so kleine Prognose für so die Zukunft vielleicht bei uns in unserem Supermarkt. Wenn wir noch so zweimal ungefähr den Laden erweitern, einfach noch eine Kasse. Und dann stellen wir jemanden ein. Also, empfindet ihr das auch so, als würde das Sinn machen? Ich empfinde das, als würde das sehr viel Sinn machen. Denn dann haben wir praktisch selber eine Kasse, wo wir sehr schnell kassieren können. Aber wir haben auch noch diesen Dude, der dann mit uns kassiert. Ich glaube, das macht gerade, wie ich finde, am meisten Sinn. Jetzt gerade ist es noch ziemlich unnötig, da jemanden einzustellen, weil wir haben halt noch keine zweite Kasse. Macht das was aus, wenn er zu langsam ist? Naja, nicht wirklich was aus, ne? Aber die Sache ist so, dass ich finde halt, es nimmt halt mir so ein bisschen den Spaß weg, wenn ich halt nichts mehr zu tun habe. Und ich habe halt gerade nichts zu tun, wenn der Typ dann alles abkassiert und ich stehe dann einfach nur nebenbei. Und ja, keine Ahnung, ich könnte halt Sachen einräumen, aber das mache ich eigentlich immer gerne so vor dem Tag. Ja. Klingt nach einem Plan. Bei Doppelkassen gibt es immer noch einen Bug, bei dem die Spielerkasse eher präferiert wird als die von dem NPC. Oh. Kann man jemanden einstellen, der die Sachen auffüllt und bestellt, wenn was fehlt? Das wäre nice. Ich glaube, Six, leider noch nicht. Das wird wahrscheinlich noch kommen. Aber leider gibt es das zum jetzigen Zeitpunkt, wie ich jetzt gesehen habe, aber korrigier mich da, falls du da mehr wisst, gibt es das noch nicht im Spiel.
Aber wäre halt wirklich, also das wäre wirklich etwas, was sich unfassbar lohnen würde, wie ich finde. Scheiß auf den Kassierer, ich will jemanden haben, der mir hilft, die Regale einzuräumen. Das wäre am allerkrassesten. Soll noch kommen, ja. Und da, also das wird ein Update sein, da werde ich mich richtig drauf freuen, weil das wird nochmal irgendwie viel, ich weiß nicht, also es wird das, den Supermarkt noch irgendwie verkrassern, wie ich finde. Wurde reported, okay. Chat, nochmal ganz kurz zu dieser Only-Fans-Sache. ja, also ich finde es interessant. Also der eine oder andere von euch hat ja geschrieben gehabt, dass er das schon mal gemacht hat und dafür auch Geld ausgegeben hat. Also ich habe mich für meinen Teil habe ich mich irgendwie immer gefragt, so, also wofür? Ich weiß nicht, ob das irgendwie so an mir selber liegt. Also klar finde ich manche Streamerinnen attraktiv oder ne, oder es gibt halt sehr viele attraktive Menschen, die da eben auf OnlyFans irgendwelche Bilder machen oder so. Aber ich habe mich halt irgendwie immer so gefragt, so, Bruder, aber dafür muss ich, also, da würde ich ja niemals Geld für bezahlen. Also da kann die Person oder das Mädchen, wie auch immer, kann ja noch so schön sein. Ich brauche noch Käse. Käse brauche ich noch, was brauche ich noch? Das ist es mir irgendwie nicht wert, dafür Geld auszugeben. Und vor allem gibt mir das auch irgendwie nichts. Spaghetti und Käse. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wo haben wir sie denn? Spaghetti? Chat, brauchen wir noch mehr? Ich meine, wir könnten halt generell von einigen Sachen mehr kaufen. Ich glaube, ich wollte noch Puderzucker kaufen. Ne? Und den Käse wollte ich auch noch haben. Käse! OnlyFans lässt ihm keine Ruhe. Genau, öfters schon, ja. Fetischkompensation? Hm. Ja, ich weiß, also... Ich glaube aber auch, was so, was dieses Generelle so angeht, so dieses, auch so Pornos und so ein Shit so. Also ich habe halt nie verstanden, warum man für sowas Geld bezahlen sollte. Aber ich habe da irgendwie so gar nicht so dieses Verlangen nach, keine Ahnung. Und ich hatte auch irgendwie nie das Verlangen danach, irgendwie eine Streamerin nackt sehen zu wollen oder so. Ich weiß auch nicht. Irgendwie kaufe ich mir dann lieber neue Videospiele. die geben mir mehr, als da irgendein Mädel nackt zu sehen auf OnlyFans. Ne, also jetzt ist ja auch nicht böse gemeint, weil also das ist, darf ja jeder für sich selber entscheiden, wofür er sein Geld ausgibt. Aber ich finde es so interessant halt, ne, dass das so eine Riesensache ist. Also es gibt ja wirklich OnlyFans-Millionäre oder Millionärinnen oder wie auch immer. Das ist total faszinierend für mich. Das ist irgendwie so eine Welt, da habe ich noch nie so einen Einblick drin gehabt. Kein Plan. Okay, also Chat, wir haben, glaube ich, soweit gerade alle Sachen im Sortiment, ne? Wie sieht's denn aus? Lass mal ganz kurz gucken. Rechnung haben wir nicht. Wie sieht's denn aus mit einer neuen Lizenz? 550. Könnte man machen, ne? Isabel, schlaf gut. Ja, nee, ich würde da auch kein Geld für bezahlen, aber ist eine Variante, Geld zu verdienen. Ja, das stimmt. Kommt aufs Mädel drauf an und vielleicht sogar auf die eigene Befriedigung des Sexualtriebes. Die weniger haben, payen da noch viel mehr rein, als die sexuell komplett bedient sind. Ja, so guck mal, zum Beispiel bei mir. Okay, einfach mal so ein bisschen Detox nebenbei. Also, bei mir ist es halt so, also ich hatte schon mega lange keinen Sex mehr. Aber die Sache ist auch irgendwie, dass es bei mir so dieses Gefühl auch gar nicht so krass ausgeprägt ist. Wisst ihr, was ich meine? So von wegen, so dass ich das unbedingt will und haben möchte. Sondern es ist halt irgendwie einfach so... Wenn ich es dann irgendwann halt mit einer Person habe, dann habe ich es halt eben einfach. Und deswegen ist auch irgendwie, habe ich gar nicht so auch dieses Verlangen oder diesen Trieb danach, sage ich jetzt mal, irgendwo bei OnlyFans halt da so ein Abo zu machen oder so, weil ich da auch irgendwie so gar kein Interesse dran habe. Ja, ich glaube, das ist es irgendwie bei mir einfach. Chat, ich würde sagen, wir kassieren einfach noch einen Tag und danach holen wir uns eine neue Lizenz. Ich glaube, das ist eine Idee. Das machen wir. Bin Jungfrau, der Trieb ist bei mir auch nicht so wirklich da. Ja, was ja auch nicht schlimm ist natürlich, ne, also keine Ahnung. Und ich meine im Endeffekt so, ne, wenn es dann eben passiert und man den richtigen Partner und die richtige Partnerin hat, dann ist doch alles super. Und das ist doch eigentlich auch das Einzige, auch was zählt, ne. Guten Tag, der Herr. warte mal, hier ist noch eine... Sex hat für jeden Menschen einen anderen Stellenwert, einfach im Leben. Für manche ist es unabdingbar und andere färben sich die Seele aus dem Leib, bis die Rakete halt dann glüht. Ja, das ist so interessant, ne? Das finde ich irgendwie einfach so interessant, dass das so...
Also, dass das bei manchen einfach so richtig so, die müssen das einfach haben oder die wollen es unbedingt haben oder keine Ahnung was. Mega, oh jetzt für mich. Bibub, bibub, bibub. Und vor allem halt, weil das ja auch, weiß nicht, also für die Menschen ist es ja dann auch voll belastend irgendwie. Aber ich finde, so viele Menschen haben auch so verzerrte Sichtweisen auf das Thema wegen den Pornos und so. Ja, Pornos-Katastrophe, Alter. Wirklich absolute Katastrophe. 34,15. Madame, ich hoffe, das stört Sie nicht, dass wir hier gerade über Pornos reden. 4,98. Als Belohnungssystem sozusagen. Hm. Ist ein Riesenfass, was du da gerade aufmachst. Ja, warum nicht, ne? 23,67. Ich bin seit 7 Jahren Single, andere drehen komplett durch und für mich ist das so egal, dass ich seitdem keinen Sex hatte. Jeder, jedem das seine. Ich fühle deine Aussage. Okay, das ist sehr gut, dass du das auf jeden Fall auch so verstehen kannst. Ja, nee, ich habe das wirklich noch nie verstanden, dass Leute da irgendwie so krass drauf abzielen. Ja, aber vielleicht liegt es auch irgendwie einfach daran, dass ich... es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, aber dass ich, glaube ich, einfach auch so ein bisschen mehr, was das angeht, einfach zu mir selber gefunden habe. Und mein Glück nicht von anderen irgendwie abhängig mache, was das so angeht. Das ist ja genauso wie bei Beziehungen halt. Es gibt ja so Leute einfach, die machen ihr komplettes Glück davon abhängig, ob sie irgendwie ihren Partner an der Seite haben oder so. Und ich bin da halt irgendwie so gefühlt das Gegenteil. Also natürlich ist es schön, jemanden an seiner Seite zu haben und dies und das halt. Aber es ist halt für mich einfach nicht so wichtig, glaube ich, wie für viele andere. Ja, das ist ja, wie gesagt, bei anderen wirklich ein riesen Stellenwert, ne? Junge, wie viele Leute kommen denn hier gerade? Hilfe! Der Pornotalk. Ah ja, den gefallen also den Kunden. Nice. Jelly giftet it hier 1 Sub, du betrinkenswert. Jelly mit 2 verschenkten Subs, dankeschön. Oha, viel Liebe an dich. Ich werde den Timer gleich richtig machen. Ich glaube, das werden dann irgendwie, wie viel werden das dann? 15 Minuten oder so? 13 Minuten. Ich danke dir von Herzen, Gigi. Dankeschön. Junge, warum kommen hier so viele Leute? Wo kommen die denn plötzlich alle her? Ja, Zabalot. Alter, der bezahlt wirklich mit einem 50er. Ein Orangensaft. Boah, das ist schon hart. 57,3. Boah, da werden fette Spaghettis eingekauft. Sehr schön. Alter, Chat, heute ist aber hier viel los, würde ich sagen. Jilly, ich danke dir nochmal wirklich von ganzem Herzen für den Support, Mann. Dankeschön. Bleib noch ein bisschen live. Bleib noch ein bisschen live, bis eine gute Freundin heimgeradelt ist. Eine Freundin heimgeradelt ist? Was meinst du mit heimgeradelt? Also, war die bei dir oder was? Oder wie? So, boah, 61. Die hat viel Kohle hier gelassen. Sehr schön. Wenn ich irgendwen finde, dann passiert's und es ist bestimmt schön, aber ich suche nicht danach oder so. Ja, das ist auch... Also ich glaube, viel zu viele Menschen machen sich da viel zu viel Stress. Genauso wie mit diesem Jungfrau-Ding. So von wegen so, ich bin jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre alt und ich hatte noch keinen Sex. Oh nein. Ich glaube, für viele ist das auch so voll der Druck einfach. Und dabei ist das so nichtig eigentlich. Das Einzige, was da wirklich in meinen Augen zählt, ist es halt mit den richtigen Menschen zu haben. Waren feiern. Ihr wart feiern und sie radelt gerade nach Hause. Alles klar. Dann soll sie auf jeden Fall auf sich aufpassen auf dem Weg nach Hause. So, shit. Lieber warten, bevor man es bereut. Ja, auf jeden Fall. Safe. Junge, ich muss hier gerade so schnell kassieren. Ich kann den Chat gar nicht lesen. Hilfe! Oh mein Gott. Komm, geben wir dir einen Cent. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Weil Sie sind. Einfach mal einen Cent schenken, Chat. Wegen Angststörung nicht mehr getraut, in eine Beziehung zu gehen. Ja. Ich glaube auch viele haben da so Probleme mit, dass sie, vielleicht mal eine schlechte Erfahrung in einer Beziehung gemacht haben und haben dann Angst, sich wieder zu binden oder so. Aktuell ist halt alles so richtig hart sexualisiert, siehe TikTok und Instagram oder das Fernsehen, siehe Love Island und sowas. Boah, ich sag dir echt, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich finde das unfassbar schlimm. Ja.
Ich weiß, dass da bestimmt Leute gibt, so die juckt das gar nicht und das ist für die voll normal und so alles easy peasy. Aber ich finde das so schlimm, dass alles sexualisiert wird, alles. Gerade durch TikTok und so. Es ist so schrecklich. Wirklich. Ich bin einfach so froh, dass ich die ganze Scheiße nicht mehr benutze. Es ist so widerlich einfach. Ja, immer diese blöden Ängste, ne? Was soll die Scheiße? Ich glaube echt, wie gesagt, ne, das einzig Richtige, glaube ich, was ihr tun könnt, löscht einfach alles. Ja, löscht einfach alles davon. Holy shit, ich wollte gerade auf meinen Desktop gehen. Löscht einfach alles davon und ihr werdet dieses Problem mit Sexualisieren und so nicht mehr haben. Wirklich, in meinen Augen ist es wirklich eine Katastrophe. So, Chat, Timer erhöht für Chili-Subs. Ängste können einem ziemlich viel kaputt machen, auf jeden Fall. Können einem aber auch sehr, sehr viel beibringen, irgendwie für einen selber. Ist schwer, auf jeden Fall. Und das kenne ich ja leider selber sehr, sehr gut. Ich glaube aber auch, dass gerade wenn du jemand bist, der sich da sehr viel mit beschäftigen muss und so, ich glaube aber auch, dass das was Gutes sein kann. Also gut im Nicht-Guten natürlich irgendwie, aber das kann einen zu einem sehr besonderen Menschen machen, in meinen Augen. Ja. Löscht Internet, löscht Fernsehen, zurück zu den Büchern. Das wäre eine Sache, ja. Die Wasserflaschen sind zu teuer, hab ich gerade gesagt. Was ist denn da los? Yoshi einfach reich. Boah, haben wir viel Kohle gemacht. Jetzt wurde es... Holy shit. Oh mein Alter, heute war ein kranker Tag. Ach du Scheiße. Chat, soll ich uns ein Lambo kaufen? Darf ich dich mal was fragen, Yoshi? Du kannst es versuchen, ja. Wir sind fucking reich. Was anderes, bau mal den Eingang deines Marktes mit Kühlschränken zu. Warum soll ich den Eingang mit Kühlschränken zubauen? Junge, was die für Einkauf. Oh mein Gott, wir müssen so fett nachbestellen. Und da, Chat, wäre es so praktisch, mehr als 10 Dinge bestellen zu können. Aber können wir nicht. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall einiges nachbestellen. Also hier wurde fett abgegrast auf jeden Fall. Die ganzen Orangensäfte und so. Meine Timeline ist halt voll damit. Apps löschen, wie, was, verpassen. Unser Gehirn ist schon so darauf getrimmt und lechzt nach mehr davon. Wieso hängen wir Menschen wohl teilweise Stunden im Doom-Scrolling fest? Erschreckend. Ja, und deswegen habe ich es gelöscht alles. Ja. Weil ich genau das für mich selber entdeckt habe und wie unfassbar schlecht mir das tut. Ja, und deswegen seit Monaten jetzt, ich weiß gar nicht genau, wie viele Monate es jetzt mittlerweile sind, nichts mehr mit For You-Pages, keine scheiß TikTok-Posts mehr gucken. Ruhe! Ja, so ein paar Sachen stören mich noch an dem Game. Ja, es gibt auf jeden Fall einfach so ein paar kleine Sachen, die wären auf jeden Fall cool, wenn die noch verbessert werden. Aber, wie gesagt, im Endeffekt ist es Early Aces. Ich denke, die Entwickler werden da noch nachreichen. Ja, auch kein Twitter? Nein, niemals Twitter, auf gar keinen Fall. Ich würde niemals Twitter benutzen. Also schlimmer geht ja gar nicht eigentlich als Social Media. Gefühlt. So, ich gucke immer extra jetzt Chat mittlerweile nochmal eben rein, weil ich nachher noch was wegschmeiße. Ist ja jetzt schon vorgekommen, leider. So, hier können wir noch die Milch einsortieren. Das ist auch gut. Ich würde mir wünschen, dass ich auch einen Mülleimer in meinem Shop drin haben könnte. Das heißt aber, dass du keine TikTok mehr machst. Nee, ich mache mega selten nur noch TikToks. Also, wenn überhaupt, gefühlt alle paar Monate lade ich da mal was hoch. Was haben wir hier drin? Noch mehr Milch? Ist die leer? Eine noch. Ja, das ist natürlich jetzt wieder frech, ne? Egal, ich pack die eine einfach da rein. In 8 Jahren Twitch hing ich auch zu viel auf Twitch fest. Hab zu viel Zeit für mich in unpassenden Streams verpasst. Aber ja, das Gute an der Zukunft ist, dass man es besser machen kann. Also ich finde halt immer, man muss halt abwägen, ob es einem schadet. Und für mich ist halt zum Beispiel Twitch halt eben einfach, Twitch ist für mich eigentlich gefühlt Meditation, so. Es tut mir gut. Ich habe nebenbei die Streamer laufen, die ich einfach unfassbar gerne gucke. Und das ist für mich wie nach Hause kommen. Nach einem langen Tag lege ich mich ins Bett und ich lasse meinen Lieblingsstreamer laufen oder so. Ich gucke denen zu, wie der irgendwas zockt. Und das ist für mich einfach, das ist was Gutes. Ja, das tut mir gut. Also das ist für mich Entspannung. Social Media ist für niemanden von uns Entspannung. Und da können mir die Leute noch so sehr erzählen, wie viel Spaß sie auf Social Media haben oder wie auch immer. Social Media ist auf gar keinen Fall ist Social Media Entspannung für unser Hirn.
Ne, also es ist ja tausendmal schlimmer, als jetzt einen Streamer, den man liebt, einfach zu gucken. Es ist ja tausendmal schlimmer, da über irgendwelche For You-Pages zu scrollen und da Millionen Eindrücke auf einmal in sein Hirn geschossen zu bekommen, gefühlt. Als jetzt bei einem Streamer, den man wirklich einfach sehr gerne hat, seinen Abend zu verbringen oder eben zwei Stündchen den nebenbei beim Einschlafen laufen lässt. Ne? Das ist ja nochmal was ganz, ganz anderes. So, ich würde sagen, wir kaufen Puderzucker, Spaghetti, Basmati-Reis, glaube ich, haben wir sogar noch. Sehr gut. Haben wir noch. Was haben wir hier noch? Auch Basmati-Reis. Boah, wir müssen einige Sachen neu kaufen, ne? Milch, da diese besondere Milch. Besondere Milch brauchen wir. Das sieht gut aus. Besondere Milch, Olivenöl. Öl. Besondere Milch, Olivenöl. Öl. Uiuiui. Besondere Milch war hier. Olivenöl und Öl. Den einen Punkt auf der Roadmap von Supermarkt Simulator macht mich stutzig. Man kann sich wohl irgendwann ein Haus kaufen. Okay, das ist aber sehr interessant. Kann man YouTube deinstallieren? Naja, warum nicht? Also das musst du natürlich für dich entscheiden. Also warum sollte man das nicht löschen können? Übrigens, Anna, ich danke dir von Herzen für dein Follow. Ich weiß nicht, ob du noch da bist, aber Dankeschön. Mich hat es viel geschadet. Vieles davon war toxisch und zeitraubend. War ja nicht wie jetzt hier, wo ich voll Bock habe und voll dabei sein will. Hab ja Spaß hier. Hab aber sehr viele nicht tolle Menschen in 8 Jahren begegnet, um es nett auszudrücken. Oh, okay. Dann, das ist natürlich dann was ganz anderes. Ja, das stimmt. Okay, also wir brauchen Apfelsaft, wir brauchen Orangensaft. Apfelsaft, Orangensaft. Orangensaft, Apfelsaft. Milch habe ich. Cola geht noch. Cola ist noch okay. Okay, Japan, wenn man den Tag. Ich habe jetzt auch wieder eine Woche Social Media Detox gemacht. Finde es mittlerweile schon anstrengend, wenn Freunde TikTok gucken. Alleine diese Sounds nerven mich. Das fühle ich so sehr. Ne? Ich habe das... Alter, haben wir... Junge, haben wir... Lecker. Sehr lecker verdient. Das fühle ich absolut. Ne? Ich habe das ja auch schon öfters mit euch bequatscht gehabt. Die Cola ist runtergegangen. Die hier ist hochgegangen. Und die andere ist runtergegangen. Ich habe euch das ja schon öfters erzählt halt. Ne? Also mittlerweile verachte ich TikTok und generell einfach diese Social-Media-Plattform so sehr, dass ich auch, also ich bin ja sowieso kein Reaction-Typ bei Streamern oder so, aber ich kann mir auch niemals Reactions oder so von irgendjemandem angucken. Also einem Streamer jetzt, der irgendwie auf irgendein Video reagiert bei TikTok oder so. Ich kann es nicht mehr. Wirklich, ich bin so ausgebrannt, was das angeht und wir brauchen die Soda. Das ist Wahnsinn. Ja, und wenn jemand neben mir sitzt, wie zum Beispiel meine Schwester oder so oder mein Bruder und die swipen da durch TikTok, ich gehe einfach in einen anderen Raum, weil ich kann es nicht mehr ertragen einfach. Ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Ich weiß leider nicht, wie man YouTube deinstallieren kann. Was? Warum, du einfach, wie jede App oder nicht? Einfach lange draufdrücken und dann, oder? Wow, ein einziger bleibt mal wieder übrig. Das ist ja... Keine Ahnung, hab iOS. Ist YouTube nicht Teil von Google und somit auf jeglichen Android-Handys fest installiert? Das ist eine gute Frage. Boah, das wäre aber krass, oder? Wenn man das nicht löschen könnte. Warte mal, was habe ich hier gekauft? Produkt müssen die gleichen sein. Habe ich hier irgendwie gerade... Ach, das ist der Apfelsaft. Das ist der Apfelsaft. Alter, habe ich so viel Apfelsaft gekauft? Holy shit. Und das hier ist auch Apfelsaft. Warte mal, habe ich nur Apfelsaft gekauft? Bro, ich habe nur Apfelsaft gekauft. Huch. Was? Wie habe ich denn... Ich dachte, ich habe das... Egal. Bei Android kann man YouTube nur deaktivieren. Oha, hey, wie krass ist das denn? Das wusste ich gar nicht. Das ist ja heftig. Wo habe ich denn hier den Orangensaft? Hier habe ich den Orangensaft. Ich suche den die ganze Zeit. Aber das ist ja heftig, dass das dann fest installiert ist. Holy shit. So, ey, ein einziges fehlt schon wieder. Oh mein Gott, das triggert mich aber so hart, ne, dass dann immer so ein einziges Ding da drüber, drin bleibt, ne? Hilfe. Oh Mann. Hey Chat, guck mal, wir haben den Timer einfach komplett aufgeholt von gestern. Nice. Sehr gut, ich habe mein Wort gehalten. Wichtig und richtig. So, ich habe hier natürlich ein bisschen auf Vorrat gekauft. Hier haben wir noch ein bisschen Milch. Sehr schön. Bui, 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 bui. Ich habe vor 3 Wochen auch alles gelöscht. TikTok, Facebook, Insta. Tut mega gut und bin längst nicht mehr so viel am Handy. Sehr gut, Anna. Sehr gut. Ja, ist bei mir genauso.
Also, ich meine, klar, so ist es natürlich irgendwie noch Teil meines Berufes, aber es war so ein wichtiger Schritt für mich, einfach aufzuhören, Social Media zu konsumieren. Also, ich meine, Content zu erstellen ist ja nochmal was ganz anderes, als es zu konsumieren. Und das war ein Riesenschritt für mich. Einfach komplett damit aufzuhören. Ja, weil es ist schade, also mir, es tut mir in der Seele weh einfach. Und das habe ich so krass gemerkt, wie heftig ich mein Leben damit weggeschmissen habe. Und seitdem lese ich einfach viel mehr, also überhaupt, ich habe vorher nie gelesen. Mittlerweile, keine Ahnung, ich bin irgendwie gefühlt beim 7. Harry Potter Buch angelangt, was ja so viele Seiten auch hat. Und ich finde das richtig geil, Mann. Ich habe die Zeit komplett gut eingetradet, sage ich jetzt mal. Also richtig toll. Instagram will ich nicht löschen, habe da zu viele Kontakte mit Menschen und will auch deren Content sehen. Wie gesagt, wenn ihr das gut tut und das dich nicht zu sehr ablenkt, dann ist ja alles, bleibt ja alles dir überlassen. Ich für meinen Teil, ja, mir ist das scheißegal, was die anderen machen. Ja, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Interessiert. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das nur ich so hab oder auch vielleicht so der ein oder andere von euch so. Mich interessiert es auch gar nicht mehr, was irgendjemand da draußen tut. So, checkt ihr? Mich juckt das nicht mehr. Mir ist das scheißegal, was der eine oder andere auf Instagram erlebt oder was der macht. Es ist mir so egal. Es juckt mich null. Keine Ahnung. Es interessiert mich einen Scheiß. Und die Freunde, ja, die Leute, die ich habe, von denen erfahre ich das privat. Von allen anderen, das sind sowieso keine Freunde. Das interessiert sowieso nicht. Wisst ihr? Und das ist irgendwie, ich weiß nicht. Alles viel zu stressig mit dem ganzen Scheiß. Okay, dann lass noch mal gucken. Oh mein Gott, ich habe das Paket hier rumgeschoben. Lass mal kurz gucken. Was brauchen wir denn? Also wir haben 1400. Wir könnten theoretisch die neue Lizenz holen, ne? Bei mir ist es anders. Mich interessiert nicht, was die Leute von mir denken. Ja, nee, safe. Ist bei mir genauso. Ich meine, klar, ne? Manchmal setzt man das besser um. Manchmal trifft es natürlich einen trotzdem, ne, wenn es natürlich jetzt ein besonderer Kontakt war. Denn dann nimmt man sich das ja trotzdem zu Herzen. Aber ja, nee, da bin ich auf jeden Fall auch auf deiner Seite. So, wir hätten einen Kuchen, 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 Süßigkeiten, Müsli, Schokoladenriegel und Joghurt. Das ist schon krass eigentlich, oder? Puderzucker brauchen wir auch noch. Naja, bei Menschen, die ich mag, interessiert mich das schon, aber naja, jeder so wie er will. Ja, und das ist halt bei mir so die Sache einfach. Wie gesagt, also es gibt so viele Influencer draußen, so diesen cool und diesen lieb und, aber mich interessiert einfach deren Leben nicht. Also, keine Ahnung. Weil im Endeffekt so, ich habe ja mein eigenes Leben. Also, warum soll ich dann durchgehend auch noch mir das reinziehen wollen, was da irgendjemand anders lebt halt, ne? Und irgendwas auch nicht. Ja, okay. Ich würde sagen, ich kaufe einfach mal die Produktlizenz. Da haben wir noch $888 übrig. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Einfach Kuchen. Noch mehr Kuchen. Süßigkeiten. Ach, die hatten wir in der Demo auch, oder? Übel, oder? Ich wollte schon seit einer Stunde im Bett sein. Schlimm, dieses ist schrecklich, schrecklich. Absolute Katastrophe. Wir haben einfach schon 3 Uhr. Also nach 3 Uhr. Das ist schon sehr hart. Okay, Chat. Also, ich würde sagen. Ich kaufe von jedem einfach wieder zwei. Also, wobei jetzt vielleicht nicht sofort von allem. Ich würde sagen, ich kaufe einfach erstmal zwei Kuchen, zwei Müsli, zwei Schokoladenriegel und dann gucken wir erstmal, ob wir die überhaupt alle eindingsen können. Joghurt kaufen wir auch einfach mal. Wobei Joghurt ist, glaube ich, viel zu viel. Da gibt es 30 Stück. Six, pass auf dich auf, Mann. Okay, habe ich die Süßigkeiten schon? Okay, Süßigkeiten kaufen wir auch mal sofort ein. Nice. Das ist krass. Ich finde es auch einfach krass, wie manche Influencer ihr ganzes Leben in ihre Insta-Story packen, gefühlt alle 3 Minuten eine neue Story. Ja, das ist schrecklich. Dieses Gefühl, dass man alles teilen muss. Eine absolute Katastrophe. Ja, habe ich selber auch schon durch. Oh, Nudeln. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Nudeln. Ich glaube, haben wir nichts mehr von diesem Mehl? Nudeln, Mehl, Puderzucker. Holen wir vielleicht auch noch. Nudeln, Mehl, Puderzucker. So, die Nudeln. Mehl, das andere Mehl aber. Und wo haben wir es? Puderzucker war, glaube ich, eines der ersten Sachen hier, ne? Hier, Puderzucker. Ich wollte auch längst pennen. Wochenende wird anstrengend. Stimmt, du fährst zu deinem Bruder oder so, hast du gesagt, Owen, ne? Kann das sein? So, dann beginnt das große Einräumen. Was haben wir hier? Ist das Schokolade? Was zur Hölle ist denn das? Was habe ich denn hier gekauft? Alter, Schokolade. Okay, Chats.
Also wir können noch kein reines Süßigkeiten. Wir können leider noch kein reines Süßigkeiten-Dingens machen, weil dafür ist der Laden noch nicht groß genug. Warte mal, wie viel kostet die nächste Ladenerweiterung? Darauf müssen wir auf jeden Fall sparen. Jetzt mal ganz kurz gucken. Verwaltung, Rechnung müssen wir auch nochmal eben bezahlen. Wachstum, 750. Puh, okay, das ist auf jeden Fall ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, wir brauchen sogar noch mehr Spaghetti, ne? Wir hatten da zwei rein. Dann würde ich sagen, packe ich die jetzt erstmal hier rein. Und das müssen wir dann leider irgendwann einfach... Müssen wir einfach irgendwann umändern, wenn wir mehr Platz haben. Schokolade würde ich jetzt im Real Life auch nehmen. Hätte ich auch Hardbock drauf gerade, ja. Wenn ich eine Insta-Story sehe und sehe da oben schon so 3000 Striche, bin ich schneller entfolgt, als jemand Insta sagen kann. Oh Mann. Ja, da, also da bist du ja, dann bin ich ja genau dein Influencer. Owen. Dann bin ich ja genau dein Influencer. Der einfach nie eine Story hochlädt. Oh Mann. Warte mal, hatte ich... Ah, hier ist noch was. Bei mir wollen die Leute Sachen, die gar nicht... Warte mal, bei mir wollen Leute Sachen, die ich gar nicht habe. Frag mich, ob das ein Bug ist oder irgendwie wegen dem Level kommt. Nudel, das kommt wegen dem Level. Also ich habe jetzt auch ein höheres Level und ich habe die neuesten Lizenzen noch nicht gekauft. Und dann wollen die das aber schon haben, weil du hast das Level halt schon erreicht. Ja. Das haben die ja eben auch die ganze Zeit bei mir gemacht, die Sackgesichter. Wollen immer was haben, was ich noch gar nicht gekauft habe, die Pimmelberger. So, Chat, Süßigkeiten können wir nochmal easy auf den Fünfer setzen, oder? So einen glatten Fünfer einfach. Ja, okay, nee, machen wir 4,99, dann haben wir Profit 3. Das ist gut. Das war vor dem Patch, der Entwickler hat das behoben. Ah, okay. Wenn man überall nur diese schönen Erlebnisse von den anderen sieht oder wie viel Freude, Spaß sie haben, zieht das ziemlich runter. War zumindest bei mir so. Da kam mir mein Leben nur noch traurig vor, oder eher traurig vor, ja. Und ich glaube auch genau das ist das Problem, was sehr viele Jugendliche haben. Weil, naja, du lebst halt eben das Leben eines anderen und nicht dein eigenes. Und ich glaube genau das ist ein riesen Wunderpunkt, was das angeht. Also Patch 3 hat es nicht behoben. Oh, Jets. Guck mal, wie cool. Die sehen aber übel nice aus. Wie süß. Okay, Marktpreis 2. Da machen wir einfach mal so 2. Machen wir mal 2,30. Auch nur 1,41 Profit. Auch nicht viel. Der Patch 4 oder was? Der vor einer halben Stunde oder so? Okay, was haben wir hier? Was ist das? Cookie. Oh ja, ja, die müssen ja eigentlich... Oh, wir müssen ein bisschen umsortieren, ne? Eigentlich müssen die dahin. Ach, egal. Wir machen das, wenn der Laden größer ist, Chat. Jetzt gerade ist es nicht so eine hohe Priorität, diese Sachen wieder richtig einzudingsen. Ja, ich würde sagen, ich packe die einfach überall mal rein. Die Leute haben gemeckert, dass ich kein Klopapier habe. Jetzt habe ich es aber und keiner kauft es. Junge, mit Klopapier bin ich einfach reich geworden in der Demo. Klopapier war der Shit. Immer das Gefühl vermittelt zu bekommen, dass man immer unterwegs sein muss und coole Aktionen erleben muss. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja Schwachsinn. Das muss man ja nicht. Und du musst auch nicht viel Geld haben oder Influencer sein oder so, um ein cooles Leben zu führen oder keine Ahnung was. Ich glaube, da wird halt ganz vielen, gerade wie gesagt den jüngeren Menschen, da wird etwas vorgelebt, das, ja, glaube ich, einfach auch nicht der Norm entspricht halt, ne? So. Welches Update kam denn? Es kam vor einer halben Stunde ein 5MB-Update. Ich hatte vorhin Toilettenpapier freigeschaltet, so schlimm der Platzverbrauch. Toilettenpapier ist wirklich krass, ne? Das stimmt. Was wurde da gemacht? Weiß ich nicht, musst du mal die Patchnotes lesen. Normalerweise sind da ja Patchnotes bei Steam. So. Chat, sehr... Oh, guckt euch das... Oh, nice. Also richtig, richtig cool eigentlich schon. Gefällt mir sehr gut. Jetzt haben wir auch noch neue Produkte. Salz könnten wir irgendwann auch nochmal holen. Wobei bestellen wir jetzt am besten einfach jetzt. Also Salz, Spaghetti. Salz, Spaghetti ist, ja, doch, sonst sieht es eigentlich sehr gut aus, ne? Salz, Spaghetti. Was können wir noch kaufen? Mal ganz kurz gucken. Wo haben wir es denn? Salz.
Tier und Spaghetti. Junge, am schlimmsten finde ich die Sachen hier zu finden. Ich meine, es gibt zwar hier oben dann so... Warte mal, kann ich hier einfach Spaghetti eingeben? Ah, okay. Oh, das macht es vielleicht einfacher. Vielleicht sollte ich das machen. Okay, Spaghetti brauchen wir auf jeden Fall auch. Sehr gut. Was haben wir denn hier noch von unseren neuen Produkten? Also, okay, wir haben alles davon gekauft, ne? Kuchen haben wir gekauft, Süßigkeiten, Joghurt. Okay, wir haben... Haben wir alles gekauft, glaube ich, ne? Ach krass. Okay, Chat. Dann würde ich sagen, machen wir noch einen Tag, oder? Wir haben ja einfach, der Timer ist ja schon längst abgelaufen, aber ist ja egal. Einen Tag machen wir noch ein paar Überstunden heute. Ich würde sagen, wir machen noch einen Tag und dann gucken wir einfach mal, ob wir uns vielleicht danach schon eine Ladenerweiterung kaufen können, nochmal für heute. Dann hätten wir heute eigentlich schon krass Fortschritt gemacht in den anderthalb Stunden. Ave! Ave, ich danke dir von ganzem Herzen für den verschenkten Sub. Dankeschön. Das ist sehr lieb von Ihnen. Danke, danke, danke. Ave XM gifted at tier 1 zur Communiana. Da gebe ich dir extra nochmal 5 Minuten, auch wenn ich sowieso ja gerade noch streame. Ich danke dir von ganzem Herzen, Ave, für den verschenkten Sub. Das ist sehr süß von dir. Ja, ich hätte aber jetzt sowieso noch den Tag gemacht. Also kein Stress, alles gut. Aber ich danke dir von Herzen für die bezahlten Überstunden. Dankeschön. Ist mir eine Ehre. Danke, danke. Wovor ich Angst habe, dass irgendwann ein Update kommt, was den Spielstand inkompatibel macht. Also wenn das passiert, dann habe ich wirklich ein Problem, glaube ich, mit dem Spielen. Also wenn mein ganzer Fortschritt weggeht, den ich hier seit, ich glaube, ich habe ja jetzt mittlerweile irgendwie 7 Stunden oder so. Ich meine, klar, ne, ich bin jetzt nicht mega weit, weil ich ja auch viel streame dabei. Aber, ich glaube, das wäre echt ein Problem für mich. Ich weiß nicht, ob ich Bock hätte, nochmal komplett von null anzufangen. Hast du noch bestellt? Nee, habe ich nicht. Stimmt, ich habe das reingepackt. Sehr gut. Nee, habe ich nicht. Ich hatte nur bestellt gehabt. Ich habe es nur in den Warenkorb gepackt gehabt. So, mal eben auffüllen. Hätten wir auch noch wieder ein paar Spaghetti. Das ist sehr... Das ist aber sehr kunstvoll gestapelt. Vom Postboten. Sehr schön. Und hier haben wir noch das Salz. Zack, 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 zack. Und natürlich bleiben wieder nur ein paar übrig. Ist ja klar. Dann spiele ich es nicht mehr. Ja, also ich würde es fühlen. Also ich hätte auf jeden Fall ein mieses Problem damit, wenn meine kompletten Stunden, die ich jetzt da reingesteckt habe, komplett weg wären. Das wäre sehr sad. Das wäre dann theoretisch der dritte Neuanfang. Genau, ne? Weil wir hatten ja in der Demo hatten wir schon ein bisschen gespielt und jetzt halt Full-Version und... Boah, es wäre schon hart. Also außer, ich sage jetzt mal, wenn die so von Early Aces in Full-Release kommen... Warte mal, ich habe für irgendein Produkt keinen Preis... Welches Produkt hat keinen Preis, Chat? Weiß das gerade zufällig jemand von euch? Was habe ich? Was habe ich? Das Müsli. Oh mein Gott, ja, das Müsli. Okay, das können wir bestimmt für ein bisschen teurer verkaufen. Machen wir mal einfach 7 Euro. Mal gucken, was sie dazu sagen. Hab mich gerade gewundert. Ja, also was ich sagen wollte, also es wäre für mich was... Alter, Kurve, wie viele davon. Es wäre für mich was anderes, wenn das Spiel vom, also von eben dem normalen Early Aces in den Full Release geht. Dann würde ich, wenn das Update riesig ist, würde ich das akzeptieren und auch von neu anfangen, wenn halt richtig viel neuer Shit dabei ist. Aber wenn ich jetzt einfach gefühlt in 3 Wochen oder so nach irgendeinem Update... Junge, warum sind hier so viele Menschen? Nach irgendeinem Update halt sofort da mein Spielstand gelöscht wird. Boah, ich da, also das wäre schon echt fies. Das wäre richtig fies. Alter, $72 hat die hier gelassen. Chat, das Imperium wächst, was soll ich euch sagen? Und das auch um 3 Uhr morgens. Fast 3:30. Das Imperium wächst. Auch zu solch unchristlichen Uhrzeiten. Zapperlot noch eins. Der einzige Laden, der noch auf hat. Ja, wirklich. Ich mache hier die Nachtschicht. Mir hat mal ein Kunde ein halbes Regal leer gemacht, weil nicht ein Preis gesetzt wurde. Habe ich geflucht. Nudel, aber... jetzt habe ich den Namen spät. Sanji. Was, Sanji? Ich sage einfach Sanji. Sanji hatte gesagt, wie der Orangensaft zu teuer. Sanji hatte aber auch gesagt, einfach, dass das Spiel trotzdem das Produkt nicht für 0 Euro vertickt.
Ja. Also die Produkte werden dann trotzdem anscheinend für den Marktpreis verkauft oder so, ne? Boah, guck mal, auch 57. Sehr schön. Ja, trotzdem ärgerlich. Ja, okay, also ich meine, wenn ihr dein ganzes Regal leer geräumt hat, dann ja. Dann ist es ärgerlich. Tut richtig weh, machst halt fast keinen Gewinn, das stimmt, ja. Also richtig nur auf Gewinn. Zack, 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 zack. Die Produkte werden nach dem Einkaufspreis dann verkauft, wenn man keinen Preis angibt. Ah, ja. Alter, aber heute ist hier wirklich was los bei uns im Laden. Oha. Wie krass. Oh, die Eier sind leer, Chat. Die haben uns die Eier weggekauft. Kulo, danke schön auch an dich für dein Follow, Mann. Dankeschön. Und danke für die Information, Mann. Danke dir. Zu so später Stunde noch den Support dagelassen. Also unter 3 Euro Gewinn läuft hier gar nichts. Hier dürfen nur FDPler einkaufen. Den 9-Euro-Ticket-Pöbel wollen wir nicht. Immer diese Geringverdiener. Eieiei. Da kracht's. Da kracht's. Aber wie schön. Es ist irgendwie schön zu sehen. Halt's Maul. Es ist irgendwie schön zu sehen, wie der Laden wächst und wächst. Schon nice. Und die soll mal aufhören, da rumzuheulen, dass irgendwas so teuer ist. Halt die Fresse. Wie Müsli zu teuer. Qualität hat ihren Preis. Solche Mimosen, ne? Kuchen haben sie auch leer gekauft. Okay, Chat, also ich glaube, die neuen Produkte, die kommen wirklich super an, ne? Kann das sein? Also hier werden gerade gefühlt ausschließlich neue Produkte gekauft. Also das ist schon krass. Ja, nein, wunderschönen guten Abend. Hey, so, Chat, wir gehen jetzt wieder in den Nachtmodus. In den Dark Mode in unserem Supermarkt. Der Hamster ist wieder gestorben im Rad. Mist. Sandy, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Boah, Junge, wir cashen hier so ab gerade. Geil, Mann. Richtig nice. Ich meine, okay, wir müssen wahrscheinlich auch gleich wieder viele Produkte einkaufen, aber. Aber das tut gut. Sehr gut. Okay, was haben die bis jetzt am allermeisten gekauft? Olivenöl geht auch gerade irgendwie wieder sehr krass weg, ne? Milch ist wieder fast alle. Das ist ja Wahnsinn. Meckern rum, dass es zu teuer ist und bezahlen im nächsten Atemzug wieder mit einem Hunderterschein. Genau das sind mir die liebsten DM. Genau das. Und kommen hier in einem Anzug rein, als wären sie James Bond persönlich. Aber können nicht irgendwie 7 Euro für ein Müsli ausgeben. Wirklich, also leck mich. Boah, Alter, die Milch geht aber auch gerade krank weg. Junge. Ach komm, schenke ich dir die 4 Cent. Spaghetti auch schon wieder fast leer? Stimmt, Spaghetti auch schon wieder fast leer. Holla die Waldfee. Ich bin ja hier nur am Nachbestellen. Vielleicht brauchen wir langsam doch mal einen Kassierer. Wobei, der ist halt so übertrieben langsam, ne? Eines Tages, Chat, wir werden eine zweite Kasse haben und dann werden wir da einen Angestellten haben, der zwar auf Zeitlupe arbeitet, aber das ist egal dann. Das ist dann egal. Da müssen wir dann leider mit leben. So, schenken wir dir auch einen Cent, ist okay. Wie geht's dir? Sandy, mir geht es soweit gut. War eine anstrengende Woche. 7 Euro für Müsli ist nicht drin, aber 15 Euro für ein Toilettenpapier. Toilettenpapier hat mich reich gemacht. Und leider habe ich es aber noch nicht. Die sind wirklich, die setzen die Prioritäten einfach anders. Cool, ich weiß nicht, ob du die Corona-Pandemie hast ja wahrscheinlich auch gut mitbekommen. Toilettenpapier ist einfach des Deutschen höchstes Gut. Ich glaube, also viele würden ihre Kinder hergeben für eine Rolle Toilettenpapier. Wenn wir ganz ehrlich sind. Okay, wir brauchen Spaghetti. Basmati-Reis haben wir noch. Die würden einfach ihre Kids verkaufen. Nur für ein bisschen Toilettenpapier. Da kennen die nichts. Sowas von dumm eigentlich. Also, jetzt hätten wir irgendwie keine anderen Probleme. Ach ja, Deutschland.
So, die Schokolade wurde nicht so viel verkauft. Aber der Apple Juice wurde wieder... Ah, okay, sind noch zwei drin. Der Apple Juice wurde wieder sehr gut verkauft. Das ist sehr schön zu sehen. In Corona-Zeiten wurde klar, den Leuten ist der Hintern wichtiger als alles andere. Ja, so in etwa könnte man es... Ja, doch. Genau so könnte man es wahrscheinlich sagen, ja. Warte, ich stelle das mal dahin. Was haben wir denn hier noch? Ah ja, den können wir auch nochmal nachfüllen eben. Das sieht doch super aus. Okay, wir könnten Cola nachbestellen. Die Soda ist schon wieder weg. Soda, Cola. Soda, Cola, Eier. Boah, es ist immer so kompliziert, sich die ganzen Sachen zu merken. Gerade mit meinem Siebhirn. Soda. Cola. Holen wir mal von beiden. Eier. Ich habe immer noch nicht angefangen, mich ins Bett zu bewegen. Chat, wir haben 3:30. Also wir sollten alle, also wirklich schon längstens im Land der Träume sein. Also wirklich schon längstens. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich heute wieder so lange spiele. Es ist ganz schlimm mit uns, ganz schlimm. Katastrophe, Mann. So, Olivenöl auch wieder leer. Was haben wir hier noch? Das normale Öl ist auch wieder leer. Aber das ist okay, da müssen wir noch nichts Neues bestellen. Salz haben wir noch. Ich habe schon geschlafen. Eieiei. Warte mal, du bist schon ausgeschlafen jetzt um die Uhrzeit. Ich mache mir noch einen Tee. Es ist halt wie bei Rev, Minecraft und so spielen. Die Zeit fliegt einfach dahin. Ja, ich glaube, das trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Die Zeit, die ist einfach, weiß auch nicht, die ist gar nicht so aktiv, während man solche Games spielt. Also der Tee, ne? Guck mal, ich mach mal den Tee einfach auf 7 Euro. Irgendwie geht der Tee zurzeit nicht gut weg. Der wird nicht gut gekauft. Keine Ahnung, was sich da geändert hat. Kaffee, Peanut Butter, Nudeln. Wo haben wir es hier? Kaffee? Warte mal, was ist denn das für Spaghetti und normale Nudeln wieder? Oder habe ich die hier schon drin? Nee, habe ich noch nicht drin. Okay, ich brauche beide, ne? Spaghetti und die normalen Nudeln. Und wir holen einfach noch einen Kaffee, weil Kaffee geht immer. Aber ich bin jetzt raus. Sanji, man, hab einen wunderschönen Abend. Schön, dass du da warst. Und hab mich sehr gefreut, Mann. Wirklich viel lieber an dich. Dankeschön. Schlaf gut. Der Supermarkt steht bei mir über ein Schlafen. So wichtig ist schon der Supermarkt-Grind. Da wird der Schlaf vernachlässigt. Boah, wir sind schon bei Tag 18 einfach. Müsli ist runtergegangen und Käse ist runtergegangen. Nein. Boah, aber ehrenlos runtergegangen. Scheiße. Und irgendein Müsli habe ich gerade... Oh, das ist... okay, das ist aber... Ich glaube, das habe ich aber extra so teuer gemacht gehabt, ne? Machen wir mal 6 Euro. Was ist denn... Das ist gut. Olivenöl. Ja, wir brauchen auch noch Olivenöl. War egal. Ich mach mal kurz die Bestellung, Chat. So, jetzt aber mal am Handy und PC ausgemacht. Das ist ja schon mal gut, dass du das Handy jetzt in der Hand hast und nicht mehr der PC an ist. So, lass mich raten. Eins. Oh, ich dachte schon, da ist wieder eine einzige Nudelpackung drin. Geschlafen wird erst, wenn wir Feierabend machen. Ja, wir machen gleich Feierabend. Ich würde sagen, wir machen hier mal eben noch die Regale voll, oder? Und danach... Ich muss ja auch noch das VOD hier hochladen für morgen früh. Damit das morgen um 12 Uhr online ist. Also vor 4:30. Später. 5 oder so bin ich sowieso wieder nicht im Bett. Das... Ay caramba, sage ich euch. Im Einzelhandel kennt man keinen Schlaf. Ist das so, ja? Hatte ich Peanut Butter bestellt? Oder habe ich die schon wieder vergessen? Das bist du doch gewohnt. Ja, stimmt schon.
Stimmt schon, stimmt schon. Aber ich meine, die Woche war halt echt irgendwie anders, ne? Weil, also dadurch, dass ich da immer so krass früh aufstehen musste, ist das jetzt irgendwie wieder komisch, so lange. Also dann irgendwie wieder einen normalen Tag zu haben für mich selber. Kann man von der Pflege aber auch so, ja? Kann man das in der Pflege auch? Echt, wahrscheinlich in den meisten Berufen, oder? Kennt man keinen Schlaf. Also gerade Einzelhandel, egal ob Krankenschwester oder was es nicht da sonst noch für abgefuckte Sachen gibt. So, also Peanut Butter, Wasser, warte mal, nee, hatte ich nicht Wasser bestellt? Habe ich noch Wasser da draußen? Ah nee, hatte ich nicht bestellt. Okay, Wasser und Peanut Butter machen wir noch. Käse könnten wir eigentlich auf Vorrat holen. Ich finde die Peanut Butter nicht da. Und wir haben bestimmt auch wieder Rechnungen, oder? Kann das sein? Ja, haben wir. Kurz die Rechnungen bezahlen. Und Chat, wisst ihr, was wir noch machen für jetzt den End, also das Ende des Streams heute? Machen wir nochmal eben, kümmern wir uns nochmal eben drum. Und zwar, wie ging das hier nochmal? Der Wachstum? Krachi, einen wunderschönen guten Abend, Herr Ratschläge. Ich habe nachher meinen Erste-Hilfe-Kurs, hab Todesangst. Bruder, ich kann dir ans Herz legen, Mann, in meinen Podcast reinzuhören. Wir haben tatsächlich sogar heute noch über den Erste-Hilfe-Kurs gesprochen gehabt. Der war bei mir auch wirklich sehr anstrengend, aber ich kann dir sagen, also ich bin damals halt eben einfach den Weg gegangen und ich war einfach ehrlich und ich habe halt einfach den... Yo, ich habe einfach dem Lehrer oder wen auch immer du da eben hast, habe ich halt eben einfach gesagt, was Sache ist. Und habe mir eben gesagt, dass ich übel Schiss vorhabe und so. Und der hat ja sehr lieb drauf reagiert. Und ja, also das könnte ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. Ich überlege gerade, Chat, was hier am meisten Sinn macht. Lass mal kurz gucken. Ihr werdet die Anordnung hier machen. Und niemand wird dir den Kopf abreißen. Also alles gut, mach dir da keine Sorgen. Okay, das passt alles nicht so gut. Oh nee, das gefällt mir aber nicht. Oh, Chat, wisst ihr, was wir machen? Vielleicht so? Mit so einem Kühlschrank da in der Ecke? Vielleicht? Also die Bürofuzis bestimmt. Nehmt es nicht zu ernst. Ist gut, dass es euch... Es muss ja immer für alles brauchen wir Leute. Ne? Egal ob im Büro, egal ob... Keine Ahnung, Mann. Im Krankenhaus, überall brauchen wir Leute. Bücherwurm, einen wunderschönen guten Abend. Erste-Hilfe-Kurs ist nichts Unmögliches, das geht schon. Ja, vor allem, du musst ja nichts machen, ne? Also, du musst ja, also du sitzt ja da nur. Wie gesagt, also wenn man da richtig Angst vor hat, kann ich auf jeden Fall nur jedem ans Herz legen, da einfach ehrlich zu sein. Und ja, vielleicht dann wirklich einfach zu dem Lehrer hinzugehen und zu sagen, was Sache ist halt, ne? So, guck mal, vielleicht machen wir das dann hier so an die Seite. Hey, das gefällt mir. Das gefällt mir, das gefällt mir. Das ist cool, das ist cool. Könnte man noch ein bisschen mehr anpassen, aber es ist gar nicht so schlecht. So, und ich habe hier gerade noch so eine kleine Vision. Gucken, ob die funktioniert. Und ob das überhaupt gut aussieht. Wenn nicht, dann wäre das jetzt sehr schade. Vielleicht hier einfach noch so ein Kühlschrank. Hey, wie nice. Doch, das ist cool. Wobei, warte mal, den hier könnte man vielleicht sogar noch, kann man den drehen? Yo! Das gefällt mir, das ist cool. Jetzt haben wir sogar noch einen Kühlschrank. Den können wir jetzt auch noch ein bisschen mit Cola zuballern. Das sieht langsam aus wie so ein richtiger kleiner Supermarkt. Guck mal, hey, wie cool. Alter, nice. Sehr schön, Chat. Das gefällt meinen Äuglein. Ist natürlich jetzt ein bisschen Umgewöhnung, weil ich jetzt immer die Sachen anders einsortiere, aber ist nicht so schlimm. Wir wollten da ja sowieso irgendwann mal wieder ein System reinbringen. Wir hatten ja jetzt eine Zeit lang ein System, aber das machen wir dann, also ja, würde ich sagen, kümmern wir uns dann drum, wenn wir noch mehr Regale haben. Mach das Regal aber dann ganz an die Wand. Welches Regal?
Meinst du das hier? Das kannst du nicht weitermachen. Oder was meinst du jetzt? So, Peanut Butter, immer nice. Ne, das daneben, das hier? Das ist doch an der Wand. Warte mal, das könnte man vielleicht noch ein bisschen weiter nach links. Ah, scheiße, das geht glaube ich nicht, ne? Oh nee, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht weiter. Die dürfen sich halt nicht da überschneiden an diesen komischen weißen Stellen. Ah, doch, so ist glaube ich ganz gut. Ja, das geht nicht. Nee, das hier geht nicht weiter, weil da hinten die Ecke ist praktisch. Oder? Warte, ich guck nochmal kurz. Nee, das geht nicht. Nee. Nee, es geht nur hier. Vielleicht so ein bisschen anders. Ah, vielleicht so ein bisschen anders drehen. Vielleicht so. Ah, nee. Nee, ich glaube, so ist schon am besten gerade. Ja, ich glaube, so ist eigentlich ganz gut gerade. Ist okay. So, Salz hatten wir hier. Stelle ich da hin. Chat, das nimmt langsam so richtig Gestalt an. Wie geil, Mann. Übel cool. Irgendwie ist das so schön zu sehen, wie der Supermarkt wächst, ne? Ich weiß auch nicht. Boah, wir können hier eigentlich alles mit Käse zuballern, ne? Warte mal, was haben wir denn hier noch? Wasserflaschen. Okay, die Wasserflaschen hatten wir hier. Gucken wir, ob die da alle reinpassen. Tun sie nicht. Stellen wir da noch ein paar rein. Was hatten wir hier noch? Noch mehr Wasserflaschen. Ja, ich meine, Wasser geht ja eigentlich auch immer, ne? So, warte mal, dann machen wir einfach hier unten, machen wir noch Wasser rein. Ne, nicht da, da unten machen wir noch Wasser rein. Und, ach so scheiße, es passt sogar noch mehr Wasser. Und machen hier noch, Chat, das ist ein kompletter Käsekühlschrank. Käse und Cola. Nice. Okay, aber das sieht doch super aus. Hier haben wir noch den Kaffee, der ist auch voll, den stelle ich also dahin. Hier haben wir noch die Cola, die stelle ich also auch am besten hier in die Ecke rein. Sehr, sehr geil, Chat. Okay, und ich würde sagen, wir haben jetzt 20 vor 4. Holla die Waldfee. Und ich würde sagen, Chat, hiermit verabschieden wir uns für heute. Guck dich unser Werk an. Wir haben heute echt Fortschritt gemacht. Wir haben, ich glaube, 3 neue Produktlizenzen gekauft. Wir haben den Markt, glaube ich, auch 2-mal oder so erweitert. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Also sehr nice. Wir haben wirklich viel Fortschritt gemacht heute. Dass immer Leute nach Feierabend nachkommen, immer. Das sind die sind auch sehr übel. Ja, das sind auch die gleichen, die sagen, irgendwas ist so teuer, aber bezahlen irgendwie einen Orangensaft mit einem 100er-Schein. Die Sackgesichter. Chat, ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr da wart. Auch natürlich hier an meine lieben YouTube-Zuschauer. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Heute war wirklich extremer Late-Night-Grind. Also bis, wie gesagt, 20 vor 4 haben wir jetzt. Sehr, sehr spät. Ich werde mich jetzt hier noch ums VOD kümmern und das hochladen. Das wird wahrscheinlich jetzt auch noch eine Stunde dauern oder so. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Dankeschön für den ganzen Support. Auch hier an alle Leute auf YouTube. Dankeschön für die ganzen Abos und für die Mitgliedschaften und so. Ich bin euch sehr, sehr dankbar. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal, YouTube. Schön, dass ihr da wart. Tüdelü, bis bald. Dankeschön. Tschüss.